So, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Let's Play von Great Western Trail von Alexander Pfister. Das wird heute ein richtiges Let's Play werden. Ich habe ja schon mal ein Let's Play dazu gemacht, in dem ich die Regeln erzählt habe. Also ich habe quasi vorgespielt, solo, und habe dann immer erzählt und gezeigt, was man da so macht. Wenn ihr wirklich die Regeln des Spiels lernen wollt, dann guckt mal ein anderes Let's Play. Das habe ich zwar mit dem finalen Prototypen gemacht. Das sah also im Prinzip genauso aus. Da waren halt nur die Karten noch nicht so hochwertig. Und aber ansonsten ist es im Prinzip genau das gleiche Spiel mit keinen Regeländerungen. Und jetzt spiele ich das Spiel zusammen mit Stefan. Das heißt, ihr seht jetzt ein richtiges Let's Play. Wie spielt sich Great Western Trail zu zweit in Aktion? Vielleicht werde ich ab und zu mal ein bisschen was dazu sagen, aber Großteil werden wir jetzt wirklich spielen. Das heißt, es wird nicht ganz so, also ich werde nicht so viel mit euch reden, mit der Kamera reden. Deswegen guckt ihr uns wirklich mehr beim Spielen zu. Das ist nicht mehr ganz so viel Interaktion von uns mit der Kamera da. Aber vielleicht interessiert euch das ja trotzdem. Stefan spielt es gerade zum ersten Mal. Ich habe ihm gerade komplett alle Regeln erzählt, soweit ich sie noch weiß. Wie gesagt, ich habe es auch nur anderthalb Mal gespielt auf den Pegasus-Pressetagen. Das heißt, so 100% regelfest bin ich nicht. Aber das Schöne beim Spiel ist, es war zwar auch gerade relativ viel zu erklären. Stefan meinte auch, wir haben direkt davor Terraforming Mars gespielt. Das war irgendwie ein bisschen zugänglicher. Eigentlich ist das genauso zugänglich, weil das wirklich, das werden wir hoffentlich gleich beim Spielen merken, sich sehr einfach, sehr intuitiv spielt. Selbst wenn wir an einzelnen Orten nochmal nachgucken müssen, was da wirklich jetzt genau gemeint ist, dann ist das eigentlich, finde ich, schon sehr rund, auch wenn es erstmal vielleicht verschreckend abstrakt aussieht. Aber ich fand es, wie gesagt, damals echt schön. Ich bin jetzt wirklich sehr auf diese Partie gespannt, freue mich da richtig drauf. Und wie gesagt, da ich Stefan das Ganze gerade erklärt habe und auch bei ein, zwei Sachen noch meinte, das macht noch nicht so ganz Sinn, also mehr bei den Zertifikaten, warum und wieso. Aber er wird sicher zwischendurch noch ein paar Regelfragen stellen, die ich dann auch erklären werde. Das werde ich auch nicht rausschneiden, weil ich finde, sowas ist ja auch gerade immer informativ, weil dann sehe ich auch in meiner Erklärung, wo muss ich beim nächsten Mal noch ein bisschen nachbessern. Und für euch sind solche Fragen zum Verständnis sicher auch immer ganz gut. Und wir haben festgelegt, dass ich der Startspieler bin. Einfach, das ist auch mal ganz gut, wenn sich ein neuer Spieler das erstmal einmal angucken kann, wobei jetzt nicht so wirklich viel passiert. Also kann ich jetzt überlegen, was ich mache. Ich kann ja meine Figur immer ein bis drei Felder vorbewegen. Ich habe übrigens in meinem Let's Play-Video, glaube ich, nicht gewusst, dass so alle Plättchen auf dem Spielplan wirklich als Ort zählen. Das heißt, wenn ich mich hier rüber bewegen würde, wären das auch wirklich ja schon drei Bewegungsschritte. Aber gut, wir fangen hier in Kansas City an, hier unten. Und ich kann jetzt überlegen, was ich machen möchte. Und ich möchte gerne... eins, zwei, weit gehen. Dann kann ich leider so einen Rind nicht verkaufen. Das ist ein bisschen doof. Das hier unten sind übrigens nicht meine Karten, das ist der Rindermarkt. Das ist gerade doof, weil der Spielplan ist so gemacht, dass irgendwie ein Spieler davor sitzen muss. Also kann ich das nicht verkaufen. Ich kann jetzt aber ein Haus kaufen, zum Beispiel das Ding hier, lege das dahin und muss dafür zwei Geld bezahlen. Den einen Arbeiter habe ich ja einfach so schon von Haus aus in meiner Auslage. Das heißt, ich gebe zwei Geld ab. Und dann bin ich fertig, habe das Haus da hingelegt. Das heißt, wenn Stefan jetzt irgendwie hier lang gehen will, muss er mir dafür jedes Mal zwei Geld geben. Alternativ könnte man hier durch diese Schlucht da gehen. Das wäre aber richtig teuer und das wird er wahrscheinlich nicht machen. Und das Haus außerdem, die Häuser sind wir gerade noch gar nicht durch, machen wir gleich. Aber das heißt im Prinzip für jedes Haus, also wenn ich hier raufgehe, für jedes Haus, das in einem Wald ist, sprich das hier ist oder hier ist oder hier, die sind alle dann im Wald, würde ich zwei Geld bekommen. Ah ja. Mhm. Also könntest du quasi auch hier hinlegen. Der ganzen Position, da kommst du halt nur selten drauf, müsstest du voll die Gefahr wegräumen. Das wäre schon mal eine ganze Aktion, du bist dran. Mhm. Also spielt sich wirklich eigentlich sehr zügig und sehr flüssig. Da möchte ich hin, also ich gehe aufs gleiche Feld. Mhm. Eins, zwei. Mhm. Und ich mache genau das Gleiche. Okay. Also ich werde. Willst du noch so eine Karte abgeben? Oder hast nee, du... möchte ich nicht. Mhm. Ich sammle ja verschiedenfarbige, richtig? Mhm. Ja. Dann. Wie viel kostet das? Du brauchst einen Arbeiter und es kostet zwei Geld. Ich habe einen Arbeiter und die zwei Geld. Ja. Mhm. Und ich nehme genau das gleiche Plättchen und setze einfach eins davor. Mhm. Okay, im Prinzip das gleiche. Für mich ist es jetzt ein Ticken besser, weil das zählt auch gleich dazu. Das heißt, ich würde da im Endeffekt zwei Geld mehr bekommen. Aber so ist der Weg zumindest für uns beide mal gleich genau. Teuer. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal einen Schritt und kassiere gleich mal zwei Geld ein. Und ich gehe... Achso, darfst du noch was machen? Nee. Ja, das war's. Ich gehe zwei Schritte und bekomme zwei Geld, die gebe ich dir direkt. So ist genau richtig. Aber Klaus, machst du das jetzt Problem auch gleich. Das Problem ist nur, du kriegst sie quasi richtig. Wieder. Also haben wir einfach jetzt beide plus minus null im Endeffekt wahrscheinlich. Und jetzt gehe ich halt, ich bin da rüber gegangen, habe ich das Geld abgegeben. Jetzt kann ich, also eins, zwei und dann könnte ich, was kann ich denn hier machen, Zertifikat, und die Lok vorbewegen, Auftrag nehmen. Ja, ich glaube, ich lande mal hier einfach, hole mir hier so einen Zertifikatsmarker und bewege meine... Ha, will man da der Erste sein? Eigentlich nicht. Ne, ich mache das nicht. Hm.
Das ist auch doof. Was habe ich denn überhaupt für einen Auftrag? Mal gucken. Okay. Meine Hand ist auch ganz schön doof. Also ich stand ja gerade hier. 1, 2. Dann gehe ich mal super doof in meine Hand her. 3 einfach hier hin, glaube ich. Und kauf mal so einen Rind. Ich habe einen Cowboy. Das heißt, es kostet mich 6 Geld. 2, 4, das ist jetzt mein ganzes Geld. Brauche ich sonst irgendwo für Geld? Ich hoffe nicht. Gut, dann gebe ich also 6 Geld aus und kaufe ein Holsteinrind und lege das direkt auf meinen Ablagestapel. Zack, dann bist du dran. Ich gebe ich Karten ab, 2 gleiche, oder? 2 gleiche, ich sage für 4 Geld und ziehst dann Karten nach. Und wie, genau, wie kann ich Karten nachziehen? Am Ende der Runde ziehst du auch 4 Karten wieder nach. Ah ja. Dann gehe ich erstmal ein Feld hier hin. Ich darf mir aussuchen, Auftrag oder eins runter, oder? Gehe ich hier eins runter mit dem Zertifikat. Und dann darf ich ein Feld gehen. Passt. Was soll ich denn jetzt nachgucken? Okay, dann bin ich ja schon wieder dran. Ich würde jetzt sagen, dass ich mal... Das Rind, das du gekauft hast, hast du das auf die Hand genommen, oder? Nee, das habe ich hier hingelegt. Wohin gelegt? Auch auf den Ablagestapel. Okay. Ich glaube, da komm, ich guck mal nach, wie das nochmal genau beim Dings war, aber ich denke, das war so... Die neutralen Aktionen... Hier. Jeden Cowboy darf noch immer einen Eimer benutzen. Kaufst es und legst sie auf deinen persönlichen Ablagestapel. Genau. Also war das alles richtig. Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal einen Schritt hier hin, gebe 2 gleiche Karten ab. Oh, ich mache die einfach mal offen hier hin. Und das war mein Auftrag. Das heißt, ich bekomme dafür 4 Geld. Geil. Und jetzt könnte ich eben noch so ein Gefahrenplättchen kaufen für 7, aber ich verzichte mal auf diese Option. Mein okay. Geld. Ich bin dann mit der Sparfuchs. Aber am Ende meiner Runde ziehe ich jetzt nicht von hier, von hier. Genau, 2. Achso, das ist der Ablagestapel, das ist der Nachziehstapel. Okay. Warum war das ja nicht hier verwirren? Also ziehe ich jetzt wieder auf. Das ist auch wunderschön. Also ich gehe dann ein Feld hier hin. Ich gebe hier auch eine 2 ab. Warum ist das für 2 Geld? 2 Geld. Und jetzt darf ich einkaufen gehen. Und jetzt nehme ich auch 6 Geld in die Hand und kaufe mir einen 3er-Rind. Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Weil ich jetzt nur unterschiedliche Farben auf der Hand habe. Und die gibt es alle gleich häufig im Spiel? Ich glaube ja. Ja, dann nehme ich doch einfach die, die schöner aussieht. Die hier. Eine Schweizer Version. Okay. Dann bist du wieder dran. Und ich darf nachziehen. Ah, du kannst für jeden Cowboy, das ist das Feld hier unten, für jeden Cowboy, den du nicht nutzt, kannst du 2 beliebige Karten abwerfen, um 2 Karten, achso nee, du kannst einfach für jeden Cowboy, den du nicht nutzt, 2 Karten hier auf den Rindermarkt legen. Dazulegen, okay. Dazulegen. Auch während der Aktion. Das heißt, hier wird immer automatisch nachgefüllt und hier kannst du dann mit überzähligen Cowboys sagen, oh, ich hätte gerne ein bisschen mehr Auswahl. Die sind natürlich ich habe, wenn du es nicht kaufst direkt. Gut, dann gehe ich jetzt mal erstmal hier hin, bewege für meinen einen Ingenieur meinen Lok um 1 vor und dann nutze ich 2 Hilfsaktionen. Das heißt, ich ziehe erstmal eine Karte, ich will mal von hier ziehen, vom Stapel und lege eine wieder ab. Na, die Aktion hier habe ich jetzt gemacht. Darf ich? Mhm. Ich gehe 1, 2. Mhm. Ich gehe auch 1 vor. Mhm. Und ich darf auch eine Aktion hier ausführen. Halt entweder ein Geld oder eine Karte tauschen. Mhm. Erst ziehen, dann ablegen. Ich habe das im Feedback immer andersrum gemacht. Okay, das heißt, ich ziehe eine Karte hier. Mhm. Und jetzt lege ich eine ab. Richtig. Okay. Also wie gesagt, die Züge sind immer sehr kurz. Mhm.
gut, ich muss ja jetzt quasi nach Kansas gehen. Das heißt, jetzt kann ich erst eine neue Gefahr da hinlegen. Das sind die Farben jetzt nur für unterschiedliche Spielzahlen wichtig, weil wenn du halt mit zum Beispiel zu dritt spielen würdest, dann würdest du halt für so ein grünes immer 2 abgeben müssen, für ein schwarzes nur 1. Ach so. Und da wird es ein 2 spielen, muss man für beide einfach 2 abgeben. Na, wenn du, glaube ich, zu viert spielst, ist es genau andersrum. Dann legt man einfach da oben was anderes drauf, oder? Genau. Ah, ja. Zu viert wären es dann 1 und 2. Ah ja, steht dran für 2 Spiele. Ja. Okay, ja. Gut, das heißt, ich lege jetzt einfach mal, das ist in dem Fall vollkommen egal, hier das Tippi hin, dann gehe ich hier hin, jetzt muss ich hier einen neuen Arbeiter hinzufügen, das heißt, den lege ich dahin, zack, dann gehe ich hier hin und kann hier auch gleich einen neuen Cowboy hinlegen, dann gehe ich hier hin, zeige jetzt meine Hand, habe kein Zertifikat, das heißt, ich habe die im Prinzip unterschiedlich, das heißt, ich bekomme jetzt einfach 5 Geld, die ich mir nehme, 2, 4, 5, dann lege ich im Prinzip meine ganze Hand ab und discarde die, dann lege ich jetzt einen Marker, ich kann da bis zu 5 irgendwo was hinlegen, einfach meinen Marker, da kann ich mir gleich mal aussuchen, welchen. Das ist die Frage, was da so sinnvoll ist. Ich glaube, ich nehme mal den hier unten. Vielleicht ist der, ich weiß nicht, ob der toll ist. Ich nehme ihn mal und habe jetzt 5. Hier ist der Wert 6, 4, also kann ich maximal da hinlegen. Da bekomme ich noch einen Minuspunkt am Ende. Da auch, aber nur wenn auf beiden einer liegt. Ich hoffe mal, dass ich jetzt gut vorfahren kann. Ich lege einfach mal da einen hin. Vorfahren? Aber du bist doch hier auf der 2. Ja genau, aber dann, wenn ich weiter vorfahre, dann kann ich ja, und wenn man bessere Deck hat, dann muss ich ja nicht zwingend hier hinlegen, weil ich kriege auch die Minuspunkte nur, wenn auf beiden einer liegt. Das heißt, das mache ich jetzt mal. Da muss ich auch keine Lieferkosten zahlen, weil keine Andreaskreuze dazwischen sind. Und das war's. Dann gehe ich jetzt zurück nach, reite ich hier hin, kommt das Pferd an. Dann fülle ich hier den Markt nach. Das heißt, ich lege einfach hier einen neuen Zweier hin. Ist ja super Auswahl. Hier ist ein Tippi. Und das sind nicht nur solche, ne? Nee. Vielleicht, die haben wahrscheinlich vom Ausprobieren da auch so kopiert hingelegt, ne? Ich noch okay, durch. Dann bin ich dran. Genau, machst im Prinzip das gleiche. Ich ziehe noch wieder 4 Karten natürlich nach. 1, 2, 3, 4. Die muss ich jetzt auf den 1er legen. Richtig. Dann den nächsten lege ich hier hin. Und den auf eine große Auswahl lege ich hier hin. Hier zeige ich meine Kartenhand. Dann bekomme ich 7. Boah. Und mit dem hier sind es 8. Muss ich den dann zurücksetzen? Ja. Dann nehme ich die 8. 5, 8. Jetzt muss ich irgendwo meinen Marker hinsetzen und ich kann auf das Feld jetzt. Du kannst auf 0, 1, 4, 6, 8 gehen. Ich kann das auch hier hinsetzen. Kannst du auch da hinsetzen. Hatte ich da irgendeinen Vorteil? Eigentlich nicht. Du müsstest halt 3 Geld am Bett wieder bezahlen. Und hier zahle ich nur 1. Hier zahlst du nur 1. Und so muss ich hier vorgehen? Nein. Also zahle ich 1. Setzt einen deiner Marker dahin. Jetzt muss ich genau überlegen, welchen Marker ich nehme. Einen weißen. Mit dem hier kann ich dann nachher zurückgehen und Karten abwerfen und das Spiel entfernen. Ja, das habe ich auch gemacht. Ah, ja. Du auch, ich auch. Also hier. Wir wissen ja, dank Dominion-Deck, das ist immer gut. Ja. Also andere Sachen sind wahrscheinlich auch gut, aber. Und dann bin ich zurück und ziehe die Karten ab. Alle Karten abwerfen und Karten nachziehen. Auftrag ist nicht erfüllt, nein. Nein. Also weiß ich nicht, aber wahrscheinlich nicht. Nein. Immer das Falsche auf der Hand. Also ich gehe mal hier hin und möchte keinen Rind abgeben, weil ich finde meine Hand so super geil. Das heißt, ich kaufe erstmal einen Arbeiter und zwar... Boah, die sind so teuer. Die sind wahnsinnig teuer. Die sind richtig teuer. 2, 4, ich gebe 6 aus. 2, 4, 6, leg die hin und hol mir dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Jetzt kann ich eine 1er-Karte abgeben, um meinen Zertifikatmarker um einen vorzuwählen. Das mache ich, leg die ab und leg den hier 1 runter. Schön. Dann ziehe ich am Ende meines Zuges eine Karte nach. Oh, du könntest rein theoretisch noch einen zweiten kaufen, wenn ich noch genug Geld hätte. Der wäre sogar noch 2 Geld mehr, also ich müsste dann 8 oder 9 dafür bezahlen. Aber ging, alles klar. Dann bin ich dran. Ich gehe auf das gleiche Feld. Nachmacher. Ja, aber ich habe ein weißes. Also dann kriege ich die 2 Geld.
Und kann ich jetzt hier unten auch einkaufen oder muss ich oben anfangen? Nein, du kannst alles, was über der Reihe ist, wo dieser Arbeitsmarktmarker liegt. Also ich, den Fünfer kann ich nicht kaufen? Den kannst du nicht kaufen, nee. Schade. Ja. Ja, dann, was bringt der nochmal? Arbeiter, die brauchst du, um Häuser zu bauen. Da kann ich dann ein Zweierhaus bauen? Genau. Und bei dem anderen kann ich mehr, wird es günstiger, wenn ich mir auf dem Rindermarkt was kaufe, richtig? Genau, kannst du halt für 3 Stunden eine Karte kaufen oder ja, eine Fünfer, wenn die da liegt, für 12. Herr mit dem Cowboy. Also, 6. Mhm. Willst du noch einkaufen? Kannst du, glaube ich, nicht. 2? Nö, geht nicht. Sollst du nicht übertreiben. Dann zieh ich nach. Mhm. Und du bist dran. Mhm. Welche Farbe ist das hier? Das ist grün. Ist das grün? Ja. Sehr gut. Ich glaube, dann gehe ich mal hier hin. Leg da, obwohl das ist ein schönes grünes Rind. Egal. Ich lege das schöne grüne Rind ab und bekomme dafür 2 Geld. Und dann kann ich ein Häuschen bauen. Schöpfe, spare, Häusle bauen. Und zwar möchte ich gerne... Oh, ich hätte hier auflegen, wieder auflegen sollen. Dann Einser hinlegen? Gibt es ja bald keine Einser mehr. Doch, hier liegen die. Ach, die liegen bloß nebenan. Warum auch immer. 2, 3. Was baue ich denn jetzt mal schön? Ich glaube, für mich grad, macht gerade das hier Sinn. Ich lege das da hin. Du hast doch gar keine 2 Ingenieure. Ah, ich habe keine Arbeiter gebaut. Haha, gut, dass du aufpasst. Ich wollte ja auch das hier nehmen. I'm sorry. Leg das da hin. Und dann kostet mich das 2 Geld. Und das heißt jetzt nicht, ich kann gleiche Karten abwerfen, dafür 3 Geld zu bekommen. Und danach bewege ich meinen Arbeiter gleich noch 1 vor und kann auch das Feld dann noch benutzen. Hm. Unsympathisch. Ja, also das kannst du ja auch machen. Du halt woanders. Naja, aber woanders und vielleicht, wo es nicht so viel bringt. Aber gucken wir mal. Bringt alles irgendwas. Also ich gehe ein Feld auch. Mhm. Das ist so langweilig, machen wir das gleiche dir nach. Also ich werfe das Grüne ab, bekomme ich 2 Geld. Ich habe halt gute Ideen. Ja, vielleicht deswegen. Und was dann noch? Ein Haus für... Und dann kann ich ein Haus kaufen. Und es kostet wie viel? 2 Geld. Ja, das ist pro doch... Arbeiter, den du benutzt. Gut, also nehme ich den hier. Mhm. Und, jetzt bloß die Überlegung, wo ich das hin platziere. Kannst du auch einen nachfüllen oder was machst du da? Wie bitte? Das ist auch so eins, wo du einen gehen kannst direkt danach? Nee, oder? Nee, das möchte ich nicht. Ich setze den... Da kommt mir sowieso immer noch vorbei. Ich muss noch einen nachziehen am Ende. Meine. Also ich gehe... Ich setze den hier hin. Mhm. Und dann ziehe ich eins nach. Mhm. Ich habe das auch nicht so super geschickt gemacht. Was mache ich nun? Also, ich glaube, ich gehe... Macht das Sinn? Ich glaube, das sieht voll doof für mich. Egal. Ich hätte auch den anders platzieren müssen. Egal, ich gehe einfach da hin und kriege 2 Geld. Okay. Wenn ich den da raufgehe, ich kann ja eh nicht nutzen, was du hast. Mal, ich kann ja auch alternativ, aber das macht, glaube ich, gar keinen Sinn, eine Hilfsaktion durchführen. Mache ich das jetzt schon? Ich versuche das einfach mal. Ich nehme mir doch keine 2 Geld, wobei Geld ist immer geil, ne? Ja, doch, ich mache das. Egal. Was machst du? Ich darf das ja nicht ausführen. Nein, du darfst nicht ausführen. Wenn du da hingehst, darfst du nur eine Hilfsaktion. Dann gehe ich 2 Felder, 1, 2, gib dir 2 Geld. Mhm. Und bekommst 2 Geld. Bekomm 2 Geld und bin happy. Gut, dann gehe ich 1-2, gebe dir 2 Geld. Ich weiß nicht, ob du gefühlt jetzt nicht mehr Geld macht das als ich. Ich kann auf jeden Fall gleiche Karten abwerfen, also werfe ich die 2 Angriffsrinde ab, bekomme dafür dann
3 Geld. Es kann übrigens sein, falls ihr jetzt noch dabei seid, dass wir hier irgendwie Regelfehler drin haben. Wie gesagt, ich habe das Spiel auf den Pegasus Pressespieletagen erklärt bekommen, habe die Regel danach nur mal so überflogen, weil ich dachte, das ist schon eine ganz gute Erklärung gewesen. Und ich hoffe, dass sich hier jetzt nichts Großes eingeschlichen hat. Falls doch, gerne einen Kommentar, gerne eine Anmerkung, damit ich einfach auch weiß, was hier so falsch läuft. Jetzt kann ich meinen, aber ich denke, es dürfte zu 95% richtig sein, wahrscheinlich sogar noch mehr, werden wir da sehen. Also jetzt kann ich den hier noch um eins vorbewegen und kann jetzt meinen Zertifikatsmarker, den habe ich gerade in Kansas, habe ich den benutzt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Du hast den jetzt erst bekommen, doch in der Phase. War ich da nicht vorher schon mal? Okay, nee, du hast doch... Eins Runde, war ich hier hingehe, wo habe ich den denn vorher bekommen? Du hast ihn bekommen... Du bist irgendwo ins Runtergegangen und hast ihn dann... Tja, wieder schon so, aber wo? Wann war das denn? Vielleicht letzte Runde, als ich da war? Ich bin ja schon mal auf das Feld gegangen. Und da habe ich mir auch keinen Auftrag genommen, so mit der Runde. Ich glaube, ich habe den letzte Runde bekommen, habe ihn aber gerade einfach nicht benutzt. Okay. Ich dachte, das hättest du erst jetzt in der Runde bekommen. Nee, ich muss auf jeden Fall schon so eine Runde bekommen. Das kann eigentlich nicht sein, ja. Okay, und dann habe ich jetzt zwei Leute hier. Das heißt, ich kann jetzt hier ein... Zwei Vorfahren, fahre ich mal hier unten hin und hole mir den hier, muss dafür zwei zahlen. Gib dann zwei Geld aus, bekomme am Spielende halt einen Punkt und kann da jetzt auch einen Marker hinlegen. Das heißt, ich nehme nochmal den und lege den da hin und bekomme jetzt gleich zwei Geld, weil ich mir das Ding ja genommen habe, ne? Zwei Geld oben. Und am Ende bekomme ich für jeden Arbeiter, den ich habe, nochmal einen Punkt. Das klingt ganz gut. Und dann ziehe ich wieder zwei Karten auf, weil ich irgendwie zwei Karten verloren habe. Genau. So, dann... der bringt mir nicht so viel. Ein Feld ziehen bringt nichts, sondern müsste ich zwei Felder ziehen. Also gehe ich hier vor. 1, 2, 3. Und dann gebe ich einen Zweier ab. Nehme mir 4 Geld. Und gehe auf den Rindermarkt einkaufen. Auch mit zwei Cowboys. Ich habe zwei Cowboys. Das ist gar nicht so gut. Was für mich. Kann man denn da kaufen für zwei Cowboys? Fünfer habe ich nicht. Zwei Cowboys kann ich mir eine Dreierkarte kaufen. Viererkarte geht nicht. Die ist mir zu teuer. Na gut, dann kommt eine blaue Karte ins Spiel. Ein Ayrshire. Gut, kostet 6. 6, ja. Und womit? Mit Recht. Gut. Und dann... Heidi-ho. Okay, da ist kein so ein Marker drauf. Ich könnte mir so einen Tipp holen und zur Hilfsaktion nutzen. Ich glaube, das ist gerade gar nicht so schlecht. Ich hoffe, das ist auch richtig so. Ich gehe hier hin, hole mir dieses Gefahrenplättchen hier, dieses Tippi, treibe jetzt quasi Handel mit den Indianern, kriege dafür ein Geld. Und dann gebe ich nee, oder zwei Geld, um mich vorzubewegen. Aber dann kann ich auch Hilfsaktionen benutzen. Das heißt, ich nutze die hier zweimal. Also ich bewege mich hier wieder 1, 2 zurück, um dafür zwei Karten aus meinem Deck zu entfernen. Die kommen dann komplett raus. Und das war's. Gut. Ich gehe hier hin, kippe die zwei ab, bekomme zwei Geld und gehe auf den Rindermarkt. Dann kaufe ich... Ich glaube, das ist das Spiel verstanden. Ja, aber nee, ich bin nicht so sicher. Also ich ziehe noch zwei Karten wieder nach. Aber ich glaube, ich passe dieses Mal. Warum sollte ich mir die kaufen noch? Das sind für 6, sonst habe ich so wenig Geld. Brauche ich jetzt nachher noch mal irgendwo das Geld? Du kannst auch stattdessen neue Kühe dahin legen. 6. Wo? Für jeden Cowboy, den du nicht nutzt, kannst du zwei Karten in den Markt legen. Dann habe ich ja bloß nur einer Cowboy, das will ich auch nicht. Für später? Du kannst also dann prinzipiell ja gerade häufig auf den Markt für 3 kaufe ich mir... Du, ich habe vorhin zu viel gezahlt. Wieso? Habe ich 6 gezahlt? Ja, so richtig. Ich würde doch 2 Cowboys. Achso, ja. So, ja. Dann nehme ich das Geld wieder. Genau. Weil für 3 kaufe ich mir schon einen. Ja, auf jeden Fall. Also für 3 kaufe ich mir nochmal so einen. Und dann ziehe ich nach und du bist dran. Okay, dann gehe ich einfach mal 1, 2, 3 hier hin. Bewegt den 1, 2 Felder vor wieder und kann jetzt 2 Hilfsaktionen nutzen. Ich glaube, da möchte ich eine Karte ziehen. Zack. Und eine Karte wieder weglegen.
Spielwerk und häufiger kann ich das ja leider noch nicht machen. Fertig? Mhm. Ich gehe 1, lege jetzt 2 ab, bekomme ich 4 Geld. Irgendwas läuft hier komplett falsch. Und was kann ich jetzt machen für 7 so ein Plätzchen? Eine Gefahr dir kaufen. Und was bringt mir das? Manchmal brauchst du die für Aufträge, manchmal... Und hier unten bekommt man die umsonst? Da kannst du einfach so Handel mit denen treiben und je nachdem, wie viel da liegt, musst du halt entweder dafür bezahlen oder du bekommst sogar noch Geld dafür. Mhm. Ich gucke mal nach, ob das wirklich so richtig ist, aber ich glaube, das ist so. Weil irgendwas, aber du bekommst hier nicht. Zum Beispiel auch noch 4 Siegpunkte am Ende, die bekommst du hier nicht. Die sind halt wirklich nur für Aufträge. Ach, das Plätzchen kann ich hier nehmen und einfach hinlegen? Kannst du hier nehmen und hast du 4 Siegpunkte am Ende. Aha. Für jetzt 7 Geld. Und vielleicht, also es gibt halt hier gerade keine Aufträge, auch wo du sie brauchst. Also ich hatte letztes Spiel relativ viele Aufträge, wo du einfach irgendwelche Gefahren brauchst. Ja, hier, okay, aber kannst du mal kurz zeigen, ich habe hier so, da brauche ich halt eine beliebige Gefahr für und 2 Häuser. Dann habe ich den erfüllt, was ich jetzt quasi gerade beschlossen habe. 7 ist mir einfach zu viel. Also das geht nicht. Du bist dran. Ich gucke mal, was war das für ein Feld? Das war die. Das in dem Tipi drauf, ne? Das ist Nummer. Nimm dir ein Tipi von der Geldwert. Ja. Wird genauso gemacht. Gut, ich bin dran. Ich gehe überraschenderweise nach Kansas City. Uhu. Dann lege ich erstmal eine Gefahr ein. In dem Fall ist es ja wirklich wieder vollkommen egal welche, also nehmen wir die. Dann lege ich gerne. Brauchen wir Cowboys? Das sind ja eigentlich nur Cowboys da. Lege ich den dahin. Und hier lege ich dann den. Da will ich Arbeiter? Ich weiß noch nicht. Man kann so vieles machen. Genau, kommen wir gleich wieder neu nach. Dann zeige ich meine Hand. Ich habe 7 jetzt auch. Und. Zertifikat. Dann gebe ich 2 aus, mache den auf 0. Damit habe ich einen Wert von 9. Also bekomme ich jetzt 9 Geld. Lege die Karten alle ab. Endlich auch mal ein bisschen Zaster hier. 2, 4, 9. Und dann kann ich ja bis zum 9er liefern. Das mache ich auch gleich mal. Und zwar hiermit. Und dann lege ich einfach mal, was eigentlich egal, ne? Und da ich gerade so hoch liefern kann, lege ich mal einfach einen hier. Was macht das? Hat man. Und muss dafür wieder ein, Gott, viel Geld. Ein Geld mitzahlen. Gut. Darf ich? Ich habe das Gefühl, dann, irgendwas läuft hier falsch, weil wir so viel Geld haben. Das ist eigentlich normal, aber es wird sich auch gleich ja wieder ändern hier. Ja, dann ziehe ich wieder 4 Karten nach. 1, 2, 3, 4. Ich gehe hier hin. Dann darf ich ein Feld gehen. Und ich darf diese Aktion machen. Gebe ich das hier ganz aus dem Spiel raus. Wo ist das? Da hinten. Und ziehe eine Karte. Richtig. Ein bisschen Werbung. Ja, hast du nicht gesehen jetzt. Es gibt auch andere Marken, die lecker sind. Du bist dran. Ich habe nie. Muss man, ist ein weißes Rind bei den Startgründern dabei? Ja, ne? Ja. Ja, ich habe dabei. Ich gehe da hin. Auf den für 5. Und dann kaufe ich, glaube ich, noch den für 7. Dann bist du. Ich gehe jetzt hier mal ein. Dann nimm mal den da. Mach nicht nur Werbung, sondern du machst sogar noch. Ja, aber die sind lecker. Die haben nie gegessen. Den hier runter. Zwei in meiner Hand. 3, 5, 7, 8. Du musst es auch mal auf die Spitze treiben. Aber das kann ich nicht mehr. Alles gut. Wer hat ein Geld mehr, oder? Zertifikat. Ja. Aber, also, nee, es gibt keine neue Art, wo man liefern kann. Dann, wie viel habe ich gehabt? 8, oder? Jetzt muss ich ja da unten hinsetzen. Kannst du auch irgendwo anders vorher hinsetzen. Kannst du auch hier hinsetzen. Ach, da, darf auch irgendwo anders aussetzen? Ja, auch da, wo ich drauf sitze. Ach so, okay. Das kostet mich dann 1, 2, ja? Und das kostet mich nur 1, da wird ein Siegpunkt verlieren. Wenn du auf, ja, in dem Fall auf jeden Fall. Aber wer hat auch nur 1 Siegpunkt? Muss wissen, ob dir Geld will ich, aber es ist momentan gesagt echt viel Geld, das wo ich gerade viel Geld ausgebe. Also, dann kostet mich hier 2.
Wenn da zwei Andreas-Kreuze zwei sind? Eins, zwei. Nee, es kostet sogar drei. Das wären, ja, drei dann. Mhm. Und das kostet nur zwei. Mhm. Also zwei. Mhm. Und dann fange ich wieder von vorne an. Richtig. Aber wie gesagt, es spielt sich echt zügig, ne? Ja, fast schon. Die Züge sind noch voll kurz und irgendwie, gerade wenn du fertig bist, denkst du dir, ah, wir müssen dann sehen. Ich will noch viel mehr machen. Gut, dann bin ich dran. Müssen wir da unten nicht langsam hier wieder auffüllen? Hier, entweder wenn der gleich hier wandert, ah, also nächstes Mal, wenn du ihn kennst, oder wenn du Cowboy nicht nutzt. Alles klar. Das ist ganz schön doof alles. Okay, ich gehe mal einfach nur einen vor, lege jetzt auch den grünen ab, ist richtig, ne? Mhm. Vielleicht soll ich das nicht machen, egal. Bekomme dafür zwei Geld, ich die gleich wieder in die Rachen schiebe. Dann nehme ich mal den hier und lege den jetzt einfach mal. Da will ich nicht, da auch nicht. Ich glaube, hier ist ganz smooth. Okay. Und lege den da und bezahle dafür jetzt nochmal zwei Geld. Mit meinem einen Arbeiter nicht bezahlt. Fertig? Mhm. Ich gehe hier hin, gebe den weißen ab, bekomme zwei Geld. Mhm. Dass du das immer passend aufhandelst. Und dann kaufe ich mir jetzt einen. Und jetzt muss ich mir unbedingt für 7 den da auch kaufen. Wen? Den Chef hier. Ja, den wollte ich eigentlich haben. Ja. Und was darf ich jetzt machen? Eine Karte anbringen, eine Einzelkarte. Nein, habe ich nicht. Aber darf ich gleich nachziehen, wenn ich eine gespielt habe, oder ist am Ende der Runde? Wenn dein Zug fertig ist. Ach, schade. Habe ich keins. Da war das vorhin, wo du eins runtergekommen bist. Ah, okay. Dann ja, das macht Sinn. Gut, das sieht man ja nicht mehr, wenn es mal hier liegt. Und jetzt dürft ihr mir noch einen zweiten kaufen. Mhm. Das sind dann 6, 8. Mhm. Wie viel muss ich mir nachher, es kostet nur 2 das Haus, oder? Ja. Mhm. Wie viel kostet, wenn ich einen Arbeiter mehr habe? Also ich muss mir einen Arbeiter nehmen. Wenn ich 3 Cowboys habe, was bringt mir das? Dann kannst du hier für 5 2 kaufen. Oder hier eine 4er für 6 nur, statt für 12. Ja. Und du kannst bald eine 5er für 6 kaufen, wenn du dann 4 Cowboys hast. Das ist eine schwierige Entscheidung. Mhm. Also, dann habe ich 7 kostet der, oder? War dort gelegen? Wo hast du gekauft? Von 7 da. Ne, von hier, oder? Ja, mit 8. Dann sind es 8 eben. Ja, das waren 8. Ja. 8. Okay. Dann müssen wir schon wieder durch, ne? Dann mache ich mal wieder den kurzen Schritt und gehe hier und bekomme jetzt aber 4 Geld, weil ich jetzt 2 auf Wäldern habe. Da wird es gar nicht ganz so teuer für mich. Wenn ich wie, auf Wäldern? Das ist ja hier, wenn der auf dem Waldfeld ist, der ist auf dem Waldfeld, der auf dem Waldfeld, das heißt, dafür gibt es dann... Ach, das wusste ich gar nicht. Dann habe ich das ja richtig gesetzt. Ja. Das ist auch ein Waldfeld. Das, ja, noch Waldfeld? Zum Beispiel Waldfeld. Das ist auch noch ein Waldfeld. Ja, Waldfelder sind nur dafür wichtig, für das Haus. Was ist alles Waldfeld? Das. Alles, was im Wald drin ist. Also hier ist kein Wald, da ist Wald. Hier ist kein Wald, Wald. Also die drei sind Waldfelder, ja? Das hier auch. Das auch, das nicht. Okay. Immer wenn ein Wald da im Hintergrund ist. Okay, dann ziehe ich erstmal nach. Okay. Dann gehe ich hier 1 drauf, gebe das hier ab. Mhm. Kostet, kriege ich 2. Mhm. Und jetzt kaufe ich wieder, es kostet mich 2, oder? Oder wie ist das? Pro Arbeiter, den du einsetzt, 2. Ja, du hast noch einen. Ich habe nur einen. Den kannst du jetzt bauen. Ja. Also kann ich bloß das bauen. Mhm. Für 2. Mhm. Und wenn ich jetzt auf ein Waldfeld setze, ist gut. Kommt drauf an, weil du kannst ja danach auch, wenn du da drauf gehst, immer gleich einen Wald gehen. Also auf ein Waldfeld ist optimal für das Feld hier. Aber du sollst auch gucken, wo willst du, also am besten eine Kombi-Aktion nutzen, dass du sagst, du gehst erst hier drauf und da, gleich darauf, weil du das oft nutzen willst. Weil ja, aber das ist kein Waldfeld. Ja, es muss nicht auf dem Waldfeld sein. Aber du sollst halt, weil da ist ja das einen vorbewegen, ist ja der Gag dabei auch bei dem Feld. Das ja, aber schon mal, wenn ich das jetzt hier hinsetze, dann darf ich 2 gleiche tauschen und dann gleich nochmal 2 gleiche tauschen. Genau, das macht ist wahrscheinlich schlecht. Richtig. Aber ich sehe sonst nirgendwo, wo ich es hinsetzen kann. Auch da unten könnte ich es hinsetzen. Oder dort, wenn das kein Waldfeld. Richtig, und hier würdest du halt hier lang gehen. Was ist denn da unten eigentlich abgebildet? Da kannst du eine Karte abgeben, dein Zertifikatsmarker, um einen runterzuschieben, dafür 2 Geld zu bekommen. Dann, wenn du das zum Beispiel machst, würde es auch Sinn machen, hier irgendwann die Gefahr wegzunehmen. Ja, dann mache ich das. Weil ich natürlich dann später auch hier den Gefahrmarker natürlich wieder hier hinlegen würde, um dir den Zugang dazu zu erschweren. Ach ja, das ist natürlich bitter. Also wo ist denn dann, ich setze es hier mal hin. Dann würdest du jetzt trotzdem, ne, 2 gleiche und 2 gleiche abgeben. Ja, schon, aber nachher kommt da noch was hin und dann kann ich vielleicht... Vielleicht, ja. Ja, kann ich es vielleicht nutzen. Vielleicht lege ich da auch ein Haus hin. Ja, wahrscheinlich sogar auch.
Aber ich weil es ist ja auch ein Waldfeld. Wäre für mich gerade die lukrativste Aktion. Mhm. Weil du könntest ja auf meinem Feld immer noch eine Hilfsaktion ausführen. Also könntest du ja eins von denen hier machen. Automatisch for free. Ist auch nicht verkehrt vielleicht. Gut. Habe ich die zwei jetzt gezahlt? Ich glaube nicht. Gut. Weiß ich aber nicht. Dann bist du durch, ne? Mhm. Gut. Dann gebe ich dir erstmal zwei. Bitteschön. Hier. Kommt von Herzen. Kommt gleich wieder zurück. Und dann gehe ich eins, zwei dahin. Leg zwei gleiche ab. Bekomme dafür drei Geld. Geh ein vor. Geh hier hin. San Francisco. Ich versuche. Ein 3 an 4 an 5. Ich habe jetzt noch Graubes. Ich versuche mal mir den jetzt. Also, ich nehme mal den Auftrag. Kommt auch auf den Ablagestapel. Und. Ne, ich nehme den hier. Dann kommt da gleich ein neuer hin. Und dann habe ich zwei Ingenieure, das heißt, meine Lok geht ein, zwei Felder vor. Gut. Ich gehe hier hin, zahle dir zwei. Jawohl, das ist nett. Und krieg vier Geld. Mhm. Lass mich jetzt wieder nach. Okay, dann gehe ich mal ein, zwei dahin. Jetzt habe ich endlich mal so ein weißes Rind. Sehr gut. Bekomme dafür also vier Geld und jetzt halte ich fest, jetzt werde ich richtig im Markt unsicher machen. Ich habe ja immerhin drei Cowboys. Das heißt, ich kaufe mir einfach mal so ein Viererrind für sechs Geld. Zack, Geld weg. Viererrind auf die Hand und ich ziehe jetzt die wunderschönes Rind. Okay. Mhm. Ich gehe eins, zwei, drei Felder vor, gebe das hier ab, bekomme ich vier Geld und ich gehe einkaufen und kaufe mir auch für sechs Geld das Viererrind. Mhm. Und es bringt auch gleich nachher natürlich Siegpunkte, weil da auch so Siegpunkte näher drauf sind. Mhm. Und dann bin ich fertig. Sehr gut. Dann bin ich dran. Ich gehe hier vor, lege so ein schwarzes Rind ab, um dafür zwei Geld zu bekommen. Und dann shoppe ich mal mit einem Cowboy das Rind hier, was mich dann nehme zwei Cowboys das für drei. Und ja, lege ich dir jetzt gleich was hin? Nö, sehe ich gar nicht ein. Nö. Nimm das einfach und zieh jetzt noch eins wieder nach. Dann bist du. Mhm. Also falls ihr mal dabei seid, ihr seht, was ich gerade schon gesagt habe, es geht wirklich super schnell. Es ist am Anfang viel zu erklären. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde erklärt. Wir spielen es eine halbe Stunde, sind schon halb durch das Spiel. Also man geht auf den Ort, nutzt den fertig, das ist halt super easy. Kommt halt viel, ne, was kaufe ich mir an Cowboys, an Ingenieuren, an Arbeitern, wo lege ich welchen Ort hin, gehe ich lieber viele Felder und bin schnell in Kansas. Wir bewegen uns momentan nochmal relativ gleichmäßig. Man kann das aber auch so spielen, dass man versucht, einfach schnell über nach Kansas zu kommen, um das Spielende schnell voranzubringen und schnell zu werten. Das kann sich rächen oder kann gut sein, das wird man dann sehen. Aber wie gesagt, es spielt sich sehr, sehr zügig auf jeden Fall. Jetzt kann ich unten gar nichts kaufen. Ja, doch, du kannst ja... Aber wenn ich jetzt hier hingehe, meine ich, das bringt wenig. Du kannst zwei neue Rinder hinlegen, kannst dir eins für drei kaufen. Du hast ja drei Cowboys. Einen nutzt du nicht, legst zwei hin, einen kaufst du dir. Nee, dann gehe ich dorthin. Jetzt kann ich, wenn ich die Aktion hier mache, dann kann ich dieses unten nicht verwenden, oder? Wenn du, nee, entweder Hilfsaktion oder. Also dann gehe ich ein Feld weiter vor. Mhm. Und jetzt kann ich entscheiden, ob ich das hier mache oder ob ich Hilfsaktion mache. Mhm. Und dann mache ich das da unten, gehe eins zurück und wirf den Einser hier ab. Mhm. Und ziehe eine Karte nach. Mhm. Ach, das ist ja da eins, schade. Was habe ich denn vorhin für einen Auftrag gezogen? Ich habe es auch schon wieder vergessen. Ich gehe mal... 5 Punkte. Nicht so zu... eigentlich. Also ich gehe mal 1, 2 dahin, leg dann zwei gleiche ab. Und bekomme dafür 4 Geld. 5er, gebe einen ab. Und wie ist eine Gefahr für 7 haben? Eigentlich, obwohl es sind auch Punkte, ne? Ich glaube, ich versuche das einfach mal. Versuche ich das? Ich weiß nicht. Es fühlt sich an, als wenn es keinen Sinn macht. Nee, ich mach das mal nicht. Ich spare das Geld lieber
und harre mal der Dinge, die da kommen. Also gehe ich hier drauf, gehe zwei Felder vor und ich mache diese Aktion hier, also lege eine Karte ab. Nee, erst ziehen, dann, also kannst erst ziehen und dich dann entscheiden. Ich habe das auch immer falsch gemacht. Okay. Da fiel die Beine zu schwer. Vorbewegen hast du Zug? Ich habe mich zwei vorgezogen. Achso, du hast auch zwei. Gut, ja, ich mache das dann auch. Ich bin zwar ein bisschen hinterher, aber es läuft schon. Ich darf mich auch zwei vorbewegen. Jetzt kann ich überlegen, ob ich da hingehe. Das macht ja fast schon Sinn. Muss ich ein bisschen Geld bezahlen, aber ist egal. Dann fahre ich da hin. Mache da halt. Für jetzt nur einen. Dann lege ich da einen Marker hin. Ein Geld, nein, das ist ein Geld. Ein Geld. Ich mache das hier einfach. Leg den da hin. Zahle da zwei Geld für. Dann kommt man halt auch langsam mal voran, ne? Aber ist egal. Und nehmen wir den Markt, jetzt habe ich quasi ein permanentes Zertifikat. Ne? Mhm. Man kann ja natürlich mit dem Abbruchtum machen, das fühlt sich gerade noch, glaube ich, sehr mächtig an, aber man will, vielleicht hat man die Taktik, dass man hier schnell vorankommen will, um hier die teuren Bahnhöfe, die viele Punkte bringen, zu holen, womit man vielleicht, also hier, den hier, ne? Wenn man den Auftrag für 5 Punkte erfüllen will, muss man nach San Francisco. Das dauert natürlich mit jeder Abbiegung, die man nimmt, immer ein bisschen länger. Dann ziehe ich jetzt noch zwei Karten nach, hoffentlich die richtigen. Na, geht. Übrigens sehr schön für Farbenblinde, also ich kann 100% die Farben nicht darauf erkennen, aber steht zumindest immer der Name des Rinds drauf, deswegen sehe ich schon mal, okay, das ist auf jeden Fall das Gleiche. Wobei, das geht bei den Farben, das ist wirklich eigentlich so. Schau mal, ich habe jetzt den hier runtergezogen. Bist du in Kansas? Ja. Stand der hier? Ja. Und jetzt habe ich den hier runtergezogen, also deswegen müsste man neue... Jetzt kommen neue Rinder dahin. Das heißt, wir legen 2, 4, 6, 7, das steht übrigens auch hier, ne? Bei 2 Spielern 7, bei 3, 10 und bei 4, 13 Rindern. Jetzt habe ich leider nur 7 hier. Wenn ich dieses blöde Black Angus doppelt habe, also sind es 7, was ich bekomme. Hier ist ein Auftrag drin, der da nicht reingehört. Mhm. Jetzt muss ich wieder einen einsetzen. 1, 2 kostet mich das. Dass ich den... hier draufsetzen darf. Jetzt bekomme ich einen Auftrag. Nehme ich hier einfach einen und dann suche ich mal einen aus. Du nimmst einen offenliegenden Auftrag. Das soll ich San Francisco erreichen, oder? Was ist das, der 3-3er? 3-3er und ein Haus. Wie ein Haus? Gebaut haben? Gebaut haben. Haben wir doch schon längst. Richtig. Okay. Und wichtig ist auch immer noch hier oben der Effekt. Kriege ich noch zwei Geld. Genau, zwei Geld, eine Hilfsaktion nutzen, Power 3 vorbewegen. Der kommt auf den Ablagestapel. Wer? Der Auftrag. Welcher? Den du gerade genommen hast. Der kommt in dein Deck. Den kannst du ziehen. Ach, der wird ins Deck gemischt? Ja. Okay. Also auf dem Ablagestapel. Aber du kannst ihn ja ziehen und dann halt die Aktion nutzen, um ihn auszuspielen. Alles klar. Und dann bin ich hier unten. Mhm. Gut, ich mache jetzt das Gleiche. Wir haben hier noch nicht nachgefüllt. Oh, eine Gefahr. Dann nehme ich mal diese Gefahr und lege sie dahin. Und dann nehme ich hier den und lege ihn dahin. Und dann nehme ich hier auch den. Ich kriege relativ viel Geld. Ne? Ich versuche mal. Das bringt mir eigentlich nichts. Ne, ich nehme den. Achso, und lege ihn hier hin. Und dann habe ich das alles gemacht. Dann zeige ich meine Hand. Ich habe 9 und. Kein Zertifikat scheinbar. Doch, ich habe ja ein permanentes Zertifikat. Nee, es ist 7, weil die beiden sind gleich. Ah, verdammt, ja, okay. Also ich habe 7 und aber hier einen permanenten, also kriege ich immer einen 8. Dann kommen die alle weg, das heißt, ich bekomme 8 Geld. Und dann kann ich ja irgendwo hinliefern bis zu 8. Stehst du schon bei 8? Nee, ich kann ja auch, doch, da habe ich schon einen. Nee, ich stehe nicht bei 8. Ich stehe quasi dazwischen. Da hast du eh nicht. Da darf ich eh nicht mehr hin, weil da war ich schon. Das heißt, ich muss mal nachgucken, weil ich glaube, ein anderer Spieler hat den mal irgendwo hingeliefert. Dann nehme ich mal Geld, was will man schon? Geld. Ich nehme mal den hier und lege den einfach mal hier hin. Dann darf ich nämlich gleich einen Auftrag nehmen. Muss dafür jetzt auch nicht zahlen, weil mein Lockbike noch vorgefahren ist. Und nehme mal den Auftrag. Ich nehme mal den Auftrag hier. Okay. Dann gehe ich hier hin. Und ziehe ich wieder 4 Karten nach. Ich gebe das Weiße ab. Nehme mir 2 Geld. Und dann kaufe ich mir für 6
den Ingenieur. Dem Ingenieur? Mein Ingenieur. Leider kann ich das nicht abgeben, aber ich krieg 2 Geld. Und habe ich fast befürchtet. Dann bin ich fertig. Gut, dann gehe ich auch hier hin. Hab eine Tür. Rate mal, was ich nicht habe. Was hast du nicht? Kein weißes Rind. Ja, okay. Dann möchte ich gerne. Wenn man den Auftrag auf der Hand hält, legt man ihn dann weg oder? Nein, den kannst du spielen, um die Aktion auszuführen. Da muss ansonsten blockiert ist. Du kannst es halt irgendwie ablegen, wenn, also spielst du, wenn du in Kansas bist. Dann müssten deine anderen drei Handkarten 3er, 4er und 5er sein, oder wie? Nein, du musst die am Ende haben. Du musst am Ende spielst, wenn du den ausgespielt hast, vor dem Ding, musst du halt einen 3er, einen 4er und einen 5er Rind haben. Aber den zieht doch jetzt irgendwann, diesen Auftrag. Ja, genau. Und du kannst ihn ja ausspielen, um halt die Aktion durchzuführen. Ja. Dann musst du das erfüllt haben am Spielende. Wenn nicht, behältst du ihn auf der Hand. Und spätestens, wenn du in Kansas bist, kannst du ihn ablegen. Ah, das heißt nicht, gespielte Aufträge. Ich muss gerne nachgucken, ob es irgendeine andere Möglichkeit gibt, ihn abzulegen. Ich glaube nicht. Okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob man hier auch Aufträge ablegen kann, wenn man zwei gleiche Aufträge hat. Werde ich gleich mal nachgucken. Aber ich. Ja, ich glaube, ich nehme mal hier. Dann nicht für 9. Na, doch, ich nehme ja für 9 Cowboys. Boah, ist das teuer. Ob sich das so lohnt, da habe ich immerhin schon 4. Ne? 4 kann ich mir. Ja, ich nehme ja für 9. Ein Cowboy hier. Boah, ist das teuer. Leg den links, kann ich mir eine Gefahr nehmen. Da nehme ich mir mal die Gefahr und krieg da, glaube ich, auch gleich viel Geld für, weil ich den da weggenommen habe, den Handel getrieben habe. Dann nehme ich einfach einen hier weg und nehme mir so einen Fünfer. Und wenn ich 5 habe, 5 Cowboys bringen mir gar nichts, ne? Aber will mir ja Punkte bringen. Nee, obwohl ich kann noch neue welche hinlegen. Nee, ich lasse das mal. Oh, hier 5 kann ich. 2, 4, aber es sehen nur gleiche aus. Nee, ich bin. 1, 2, 3, gib dir 2 Geld und bekomme 4. Mhm. Und bin fertig. Eins, zwei, drei, das bringt gar nichts. Dann gehe ich erstmal hier hin. Hol mir auch 4 Geld. Also, ich gebe wieder ein, aber um mir so einen 5er zu holen. Gefühlt haben wir gerade so viel Geld, man gibt ja auch immer wieder viel Geld aus. Das wird schon so passen. Dann mache ich jetzt hier 1, 2. Dann gehe ich hier 1 runter. Richtig vorne machen. Und dann darf ich 3 Felder vorgehen. 1, 2, 3. Bin ich endlich mal vor dir. Gut, dann gehe ich 1, 2 vor, werfe die beiden gleichen ab, bekomme dafür 3 Geld. Und, beziehungsweise gebe hier 2 ab, hole mir dafür einen 5er. Und dann darf ich hier noch ein vorgehen. Das heißt, ich kann mir noch einen Auftrag nehmen. Ich hoffe, ich verstehe das mit den Aufträgen richtig, aber ich nehme einfach mal. Wo muss ich, glaube ich, wahrscheinlich unter? Ich kann jedes Haus wahrscheinlich nur einmal benutzen, jedes Gefahrenplättchen auch nur einmal. Warte mal kurz. 4, 3, 3. Aber wie signalisiert denn, dass man das Haus benutzt hat? Ja, wenn du halt 4 du Häuser halt brauchst, Häuser brauchst du halt 4 verschiedene Häuser. Denke ich mal, das muss ich gleich mal nachgucken. Aber ich glaube, ich nehme einfach mal den hier. Na, nee, warte. Sorry. Nee, der war doch ganz gut. Okay. So, und dann ziehe ich wieder auf und ich kann noch meinen Lock vorbewegen, bevor ich das mache. Und zwar darf ich 2 Felder vorgehen, also 1, 2. Mhm. Und dann, das muss ich nachgucken, wann ich diese Auftragskarten ausspielen kann. Ich habe einen auf der Hand und den würde ich gerne ausspielen. Also darfst du, bevor du Phase A beginnst oder bevor, nachdem du eine Aktion Phase B ausgeführt hast. Okay, also eigentlich vorhin nachts, aber ich mache das jetzt. Ich spiele die hier aus, das heißt, ich muss die erfüllt haben, eine 3, eine 4 und eine 5er-Karte. Nee, das musst du vor Phase A machen, also bevor du dich bewegst. Nee, vor oder nach Phase B. Ach, und nach Phase B. Genau, bevor du Phase A beginnst oder bevor, nachdem du eine Aktion in Phase B ausführst.
Aber du hast auch schon Aktionen ausgeführt. Ja, nachdem. Bevor oder nachdem. Also eigentlich nochmal. Noch Vorphase. Hast du einer mehr auf das Wand, hast beliebig viele von deinem Zug aufspielen, zwar jeweils, bevor du Phase A beginnst oder bevor oder nachdem du eine Aktion in Phase B ausgeführt hast. Ja, genau, dann geht's. Das heißt, du darfst weder eine Auftragskarte ausspielen, solange du beim Abwickeln einer Aktion bist, noch sobald du Phase C gewonnen hast. Also ich habe jetzt schon nachgesucht, habe ich dir noch nicht angeguckt, deswegen spiele ich die jetzt offen aus. Die muss ich jetzt quasi erfüllen, aber dafür darf ich meinen Lok gleich nochmal 1-2 vorbewegen. Okay. So, fertig? Ja, jetzt ziehe ich halt noch, ja, jetzt ziehe ich die Karte noch, deswegen vor, bevor man Phase C gemacht hat. 1, 2, 3. Mhm. Jetzt gebe ich 2 gleiche ab. Mhm. Bekomme ich 3 Geld und darf meine Figur noch vorbewegen. Mhm. Darf ich jetzt nachziehen oder nicht? Am Ende der Aktion, das Phase C nachziehen. Also darf ich jetzt nicht nachziehen? Nein. Dann gebe ich die noch ab. Mhm. Bekomme ich 4. Mhm. Und für 7 kann ich mir so ein Plättchen kaufen. Mhm. Das habe ich immer nicht verstanden. 7 ist so viel. Ja, du kriegst halt 4 Punkte dafür und kannst hier so einen Auftrag erfüllen, wo du auch nochmal Punkte dafür bekommst. Mhm. Und wie, also wie es gerade aussieht, ich weiß nicht, ob wir irgendwas falsch spielen, aber ich, gefühlt haben wir gerade eine Geldschwemme. Nee, ich mach das nicht für 7. Okay. Also ich gehe mal 1 hier hin. Ich bin jetzt echt ein bisschen zurück gerade, das macht nichts. Dann nehme ich mir hier, treibe ich Handel mit den Indianern, bekomme dafür wieder 2 Geld. Gebe 2 Geld aus, wie ich gerade bekommen habe, um meine Lok nochmal 2 vorzufahren. 1, 2. Dann gebe ich 4 Geld aus, um mir dieses Bahnhofsding da zu holen und da so ein Plättchen hinzulegen. Vielleicht den hier. Dann habe ich noch ein permanentes Zertifikat und bekomme noch extra Punkte am Ende. Und dann kann ich noch 2 Hilfsaktionen durchführen. Das heißt, ich bewege meine Bahn wieder 2 zurück, 1, 2, und werfe die beiden hier ab und die sind dann aus dem Spiel. Mhm. Dann ziehe ich wieder 2 nach und du bist dran. Ich gehe hier hin, bewege mich 2 nach vorne, 1, 2. Mhm. Wieso 2? Ach, 3 darf ich ja sogar. Mhm. Das heißt, ich kann mich hier unten hinstellen und bekomme jetzt... Ah, das ist ja ganz toll. Das heißt, ich kann jetzt... Die kann man ja nicht nehmen. Oder kann ich die auch nehmen? Nein, nur weiße. Weißer Rand, gleich weiße. Ah, ja. Das heißt, ich müsste da mal was platzieren. Mhm. Okay. Damit ich erstmal 10 Punkte zusammenbekomme mit der Hand. Das schaffe ich nicht. So, dann... also darf ich jetzt hier einen wegnehmen. Mhm. Und den dorthin platzieren. Mhm. Und jetzt bekomme ich ein Plättchen, glaube ich. Kannst du eine Gefahr? Gefahrenplättchen. Dann nehme ich mal die Gefahr, oder? Mhm. Nee, das ist ein schwarzes oder Hand, oder ist das? Das ist beliebig. Beliebig. Das ist einfach Gefahr. Okay. Genau. Zwischen Gefahr und Tipp. Ja, was heißt das? Unten jeweils 2 erfüllte Aufträge kriege ich noch Punkte. 3 Punkte, ja. Okay. Dann jetzt kann ich noch. Hast du die 4 Geld, hast du bezahlt? Nein. 4 Geld. Und jetzt darf ich noch 2 Aktionen machen und da gehe ich nochmal 2 zurück. 1, 2. Du darfst 2 Aktionen machen? Die beiden Hilfsaktionen, genau. Genau, und da gebe ich die beiden hier ab. Mhm. Und dann ziehe ich 2 nach mit fertig. Mhm. Ja. Okay, dann ist echt weit vor. Gehe ich mal hier auf den Rindermarkt, werfe die eine Karte ab, bekomme dafür 2 Geld. Und dann gehe ich jetzt auf den Rindermarkt. Aha. Und dann habe ich ja 4 Cowboys. Das heißt, ich möchte gerne so ein 5er-Ding für 6 Geld kaufen. Zack. So. Dann. Bin ich dran? Noch eine Karte nach? Also ich gehe rein, jetzt passieren ganz schlimme Dinge mit mir. Das ist wahrscheinlich. Nee, wirklich. Okay. Hier unten... 9. Dahin. Dann, weil jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann habe ich die 10 nicht geschafft. Das heißt, ich kriege nur 9 und ich muss jetzt meinen Marker hier hinsetzen, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Und das ist Katastrophe. Das sind minus 3 Punkte. Du kriegst einen Auftrag. Ja, so schlimm ist das nicht. Warum? 3 Punkte? Ja, aber du kriegst einen Auftrag, der vielleicht noch mehr Punkte bringt. Ach, Blödsinn. Das ist, sage ich dir nachher, die 3 Punkte werden es sein. Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube, du wirst höher verlieren. Okay. Nein, glaube ich nicht. Auch sein. Jetzt muss ich hier den Vanille irgendwo nehmen, oder? Das sieht bei dir gar nicht so schlecht aus, muss doch, ich sagen. Doch, doch. Nee, ach, hier unten kann ich ja den nehmen. Auch einnehmen, ja. Okay. Und muss ich einen Auftrag nehmen? Wenn du nicht willst, nicht. Nee, weil die blockieren doch nur. Also, weil die ziehe ich ja dann nach und hab sie die ganze Zeit auf der Hand. Naja, wenn du zum Beispiel denkst, dass du eine Fünferkarte noch irgendwann kaufen wirst und du hast schon eine Gefahr, dann kannst du halt das Ding aufspielen, kannst halt dreimal deine Karten durchtauschen, hast den Auftrag auszuspielen und kommst am Ende 3 Punkte. Nur wenn du es nicht schaffst, wirst du dann 2 Punkte bekommen. Und wenn du ihn aufspielst, siehst du am Ende der Runde auch wieder... Ah, jetzt muss ich es einfach mal. Also ne, wenn du eine Fünferkarte noch kannst, die muss ich hier hinlegen, ja, ja gut. So, und jetzt? Hab ich ja gemacht. Genau. Jetzt musst du liefern, hast du ja, die Kosten kannst du bezahlen, weil Dicke, der Zug ist ja schon viel weiter. Und dann bin ich wieder unten. Ja, und ziehst 4 Karten nach. Ja. Okay, ich kann ja maximal, ich muss mal auch zusehen, dass ich ein bisschen weiterkomme. Also ich gehe 1, 2, 3 und dann mache ich die Aktion ja eh. Also ich fahre 2 vor, 1, 2 und dann bewege ich meine Lok wieder 1, 2 zurück, also ich sie auch stehen lassen können und werfe die beiden hier permanent aus meinem Deck und ziehe 2 Karten. Mehr. Dann bist du. Ich gehe hier drauf und gebe ich einen Weiß ab. Dann bekomme ich 2 Geld und dann kaufe ich einen 6er-Cowboy. Ne, einen 6er, was ist er? Hausarbeiter. Den hier. Ja, einen Bauarbeiter. Genau, da bist du dran. Ich kann noch einen 2. kaufen. Wenn du, ja, klar, wenn du noch Geld. Dann habe ich einen 3er. Ne, ich möchte erstmal den bauen, der ist ja gut genug. Okay. Okay, dann gehe ich jetzt hier hin, hier haben wir noch nicht nachgefüllt. Oh. Auf die Gefahren entscheiden. 3. Kann auch da mal sein. Gut, dann möchte ich gerne als erste Gefahr hier den Canyon, da oben haben wir fast gar nicht gehabt, ne? Den hier hinlegen. Dann gehe ich hier hin. Dann lege ich da noch so einen Ingenieur hin. Und dann wird der Rindermarkt jetzt nachgefüllt. Aber ich glaube auch nur bis da 7 Rinder liegen. Das gucke ich gleich nochmal nach. Dann lege ich hier noch so ein Tippi hin. Zack, zack. Dann zeige ich meine Hand. Ich habe insgesamt 8, 11. Wahnsinn. Und 2 permanente Zertifikate, also 13. Das heißt, die kommen weg. Und ich bekomme 13 Geld. Da lässt du ganz schön vor. Dann kann ich jetzt liefern bis zur 13. Leider gibt es die nicht wirklich, aber ja, ist dann gut. Ich glaube, ich nehme mal den hier. Dann ist meine Handkarte mit dir zum 1 erhöht. Und leg den mal hier auf Barstow. Okay. Und muss dafür nichts bezahlen, weil mein Lock da steht. Das heißt, der Schritt ist abgehandelt. Das war's. Also komme ich hier dann auch wieder zurück. Jetzt ziehe ich immer auf 5 Karten nach. Ich gehe runter. Kann keine Grüne. Was mache ich mit diesem blöden Auftrag? Ich habe es noch nicht verstanden. Den kannst du jetzt auch spielen, dafür 2 Geld zu bekommen. Ohne Aktion, einfach so. Einfach so. Mache ich gleich weg. Und gut. Wenn du halt 3 unterschiedliche 3er-Rinder und ein Haus hast, bekommst du 4 Punkte am Ende. Und ich möchte gerne ein Haus kaufen. Das kostet 2. Was kostet, wenn ich 2 habe? Auch trotzdem 2. Es kommt darauf an, was du kaufst, ne? Wenn du halt den, ja. So, ja, kostet dich halt pro Arbeiter 2. Ne? Ein Arbeiter, den du einsetzt, kostet dich 2 Geld. Du musst hier 2 Arbeiter also einsetzen. Kostet 4. Also kostet es 4. Okay. 4. Und das lege ich jetzt hier hin. Das klingt doch gut. Ich halt nie, wenn ich diese Rinde aufhande. Okay, dann gehe ich mal hier hin, lege ein weißes Rind ab, bekomme dafür 2 Geld. Und dann kaufe ich einmal für 8. 3, 8. Hier so ein Cowboy. Und leg den da hin. Und dann kaufe ich für 10, hoffe, das rechnet sich irgendwann mal, hier noch den Ingenieur. Ne, den Ingenieur.
Leg den da hin. Jetzt kann ich eine 1er Karte ablegen für 2 Geld. Wie schade, dass ich das nicht machen kann. Ich konnte es auch nicht machen. Beide Male. Und das war alles, was ich damit gemacht habe. Das heißt, jetzt ziehe ich wieder auf 5 Karten auf. Fertig. Ja, jetzt habe ich eine Aktion gezogen, eine Karte, mit, wo ich mich noch bewegen könnte. Das mache ich aber jetzt nicht, weil ich weil das gezogen hast. Sehen. Ja. So, ich gehe hier 1, 2 und jetzt gebe ich dir 2. Und wenn ich es richtig sehe, bekomme ich 6, weil ich habe hier 1, 2, 3. Also in 3 Wäldern 6 Geld. Mhm. Das ist, ja. Weil ich jetzt 3 Wälder habe. 1, 2, 3 Wälder. Mhm. Okay. Im nächsten Spiel würde ich gerne mal mehr Gebäude bauen. Bis zu 3 Schritte. 1, 2, 3. Okay, dann spiele ich mal diesen Auftrag hier offen aus. Darf dafür bis zu 3 Felder vorgehen, darf den Ort aber nicht gleich nutzen. Wenn ich das jetzt vor Phase A mache, ist das quasi der Startpunkt, wo ich jetzt anfange. Und ich ignoriere dabei diese ganzen Hände und so. Oh, je. Aber es ist egal, weil ich komme leider 1, 2, okay, ich komme noch was auf dem Feld, das ist gut, kriegst kein Geld. Eben. Und jetzt kann ich vorgehen, das heißt, ich gehe jetzt ein Feld vor, gehe hier hin, werfe die beiden gleichen ab, bekomme dafür 3 Geld. Gib mal die beiden hier ab. Das ist ein 5er. Dann gehe ich noch einen vor. Das heißt, ich kann mir dann noch einen Auftrag nehmen oder mal, also ich setze mal, also Aufträge sind schon ganz cool. Ich glaube, ich hole mal diesen Auftrag, lege ihn da mal so hin und dann darf ich noch 1, 2, 3 vorfahren. Also 1, 2, 3, das sollte wohl machbar sein für San Francisco. Und dann ziehe ich wieder 3 Karten nach. Also es ist für mich jetzt wieder ganz fatal gelaufen. Wieso? Ja, weil ich alles so geplant hatte, du stehst genau da, jetzt gehe ich da drauf, gehe 2 Felder vor, 3 Felder vor, kommt dann noch eins extra und alles. Und das geht jetzt nicht wegen dieser einen Karte, die du da noch gespielt hast. I'm sorry. Also. Dann machen wir hier 1, 2, gehe hier eins runter. Und dann 1, 2, 3. Das war's. Vier und drei, habe ich schon drei drin? Bestimmt habe ich drei drin gekauft. Ich gehe mal 1, 2 dahin, gebe so ein weißes Zottelvieh ab für 4 Geld und dann gehe ich shoppen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. M4, einer zu 4. So, und dann möchte ich gerne quasi einen Cowboy nicht nutzen, um hier 2 neue Rinder hinzulegen. Irgendwie sind hier immer noch so Auftragskarten mit drin. Dann habe ich noch 4, die ich ausgeben könnte. So ein Texas Longhorn habe ich, glaube ich, schon. Habe ich so einen schon? West Highland? Ja. Aber wenn ich 2 habe, ist die Chance, dass ich ziehe, auf jeden Fall höher. Also gebe ich dann die anderen 2-4 Cowboys aus, also 6 Geld, um das mir einfach nochmal zu holen. Dann bin ich durch. Was hast du gemacht? Du hast 5 Cowboys. Oh, okay. Ich habe 5 Cowboys. Ich habe einmal nachgefüllt, den dann gleich. Ah, warte. Ich nutze noch 1, 2. Ich glaube, ich spiele den Auftrag hier auf mit San Francisco. Ich kann jetzt 2 Hilfsaktionen machen, das heißt, ich gebe 2 Geld aus, nutze diese Aktion hier. Und kann mich dann 1, 2, wir spielen auf jeden Fall noch eine Runde, ne? 1, 2, und dann ist es vorbei. Also nutze ich mal den, gebe dann nochmal 6 Geld aus. Darf da jetzt auch so ein Marker hinnehmen, das heißt, ich kann noch eine Handkarte mehr nachziehen. Noch so ein permanentes Zertifikat. Und bekomme für jedes Tippi, für 2 Tippis 3 Punkte. Und dann ziehe ich 2 Karten nach. Und du bist dran. Ich gehe 1, 2, 3, gebe das hier ab, drehe ich 2 und jetzt gibt es ja nichts mehr Tolles auf dem Markt. Ja. Für 3 kaufe ich. Du könntest halt einen Cowboy ausgeben, um da 2 neue Karten hinzuziehen. 6er. Nee, weil das ist dann so teuer. Und jetzt bist du dran. Mhm.
Was habe ich denn für Aufträge? Ich brauche 2 Häuser, habe ich, 2 Gefahren habe ich, San Francisco. Das hast du ja toll gemacht. Ja, das habe ich extra gemacht. Ja. Ja, in dem Fall jetzt gehe ich 1, 2, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja, aber dann gebe ich das Geld mit der Bank, als ich es dir gebe. Und ja, ich kann da nicht so viel machen, ich habe auch nicht genug Geld für eine Gefahr. Also kann ich Hilfsaktionen durchführen. Wuhu! In dem Fall möchte ich gerne die Hilfsaktion nutzen, dass ich hier das zweimal mache, eine Karte nachziehen und eine Karte abwerfen und eine Karte nachziehen. Toll. Und eine Karte abwerfen. Check. Dann gehe ich hier hin, gehe noch ein Feld vor, gehe 2 Felder vor und dann gehe ich hier... Hast du keine 2 gleichen Karten? Hier, nein, habe ich nicht. Okay. Du kannst aber jeweils, wenn du den auch nicht nutzt, Hilfsaktion durchführen. Ach, Hilfsaktion dürfte ich durchführen? Ja, klar, wenn du, in Ort nicht, wenn du irgendwas an deinem Ort nicht machst. Aber dann darf ich doch nicht die 2 Felder noch gehen. Das habe ich vorhin gefragt. Ach so, ja, klar. Nee, stimmt. Ja, alles gut. Dann 1, 2, 3. Und darf 2 Aktionen durchführen. Dann entsorge ich den Einser. Und ich gehe ein Feld vor. Mit dem hier. Und dann bin ich fertig. Jetzt ziehe ich eine Karte nach. Damit ich. Dann gehe ich jetzt auch nur einen Schritt, gehe hier hin, fahre nochmal 3 vor, also 1, 2, 3, jetzt wird der Weg immer weiter, bis wir einfach ankommen, wo es toll ist. Und dann möchte ich 2 Hilfsaktionen durchführen, und zwar möchte ich gerne, ich brauche da überall kein 3, nee. Dann, ja, bewege ich meinen Zug wieder 2 zurück, 1, 2, und habe die beiden Karten abgeworfen, das heißt, ich ziehe jetzt nochmal 2 Karten nach, das kann ich nicht oft. Ja, dann bist du. Bin dort, mach dann das. Geh dorthin und mach den. Und präsentiere das hier. Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden, was der Auftrag jetzt soll. Wie? Weil jetzt auf meine Hand. Du brauchst jetzt? Also den kannst du auch spielen. Und dann kannst du bis zu 3-mal eine Karte. Ja, aber der ist jetzt auf meine Hand. Ich bin jetzt hier am Ziel. Achso, dann bringt er dir nichts. Hättest du vorher schon irgendwie aufspielen müssen. Nee, weil ich wollte nicht tauschen. Ich wollte nicht drei Karten tauschen. Du hättest den ausgespielt, du hättest es ja nicht machen müssen. Du hättest ja eine andere Karte dafür nachziehen können. Du hättest einfach den ausspielen können, hättest ja nicht... Ach, ich muss das nicht machen. Nein, also du kannst den von mir aus auch gespielt haben und eine andere Karte ziehen. Das ist ja kein Problem. Wenn du ihn gespielt haben möchtest. Was, ja, was ist jetzt? Kann ich einfach wegwerfen. Nein, jetzt würde er auf den Ablagestapel kommen, würde er wieder in dein Deck kommen. Wieder auf den Ablagestapel. Genau. Okay. Dann habe ich hier jetzt 10. Mhm. Also bekomme ich hier 10. Und jetzt habe ich diesen Auftrag hier erfüllt. Wie markiere ich, dass ich den Auftrag erfüllt habe? Kannst du einfach, muss reichen, wenn du am Spielende aus... Ja, woran erkennt man, dass ich den ausgeführt habe und den nicht? Die musst du am Spielende haben. Aufträge erfüllst du am Spielende. Ach so, nicht in dem Moment, wenn ich hier bin. Nein. Ach, okay. Ah, das habe ich die ganze Zeit falsch verstanden. Deswegen habe ich die ganze Zeit, ich schaffe die Aufträge doch niemals, habe ich gedacht, weil... Ah, okay, das habe ich verstanden. Sorry, habe ich nicht richtig erklärt. Nee, habe ich verstanden. Am Spielende kommen die ersten die Wertung. Okay, ich dachte, mit den Karten, die ich hier habe, muss ich das haben. Nee, das musst du irgendwie, weil sonst macht das ja gar keinen Sinn, die auszuspielen. Wahrscheinlich kommt da ja dein Verständnis schwierig. Ja, deswegen habe ich die ganze Zeit nicht verstanden, warum spiele ich die aus und alles. Okay, ja. Gut. Dann reduziert sich ja die ganze Zeit, Aufträge zu nehmen, ja. Okay, dann für 10 kann ich jetzt hier einen hinsetzen. Und jetzt habe ich will auch mehr Karten halten, kostet mich 5. So, und dann schaue ich von vorne. Es kriegt einen Auftrag. Mhm. Gut. Und dann bist du dran. Oh. Scheinbar kann man beliebig viele Marker auf eine Stadt legen. Hier beim Liefern oben. Oh. Weil ich habe mich gerade nämlich gefragt, weil ich habe 2-mal diesen San Francisco, wie soll ich das denn erfüllen? Habe ich das nun 1-mal gefüllt? Aber hier steht, dass man da 2 Marker liegen haben muss. Aber warum sollte ich hier
Warum sollte jemand dann auf die... Ach so, wenn ich nur ein 1er Rind verkauft habe. Mhm. Dann kann ich da Lust hinlegen. Ja, oder hier halt, wenn du hier die 8 Punkte haben willst, was natürlich geil ist, kannst du hier halt immer viele Marker hinlegen. Nein, also aber das Problem war... Hä, wieso? Viele Marker hinlegen? Ja, das ist so. Nee, hier kann ich ja hier Marker hinlegen, hier Marker, wenn ich da 2 Marker drauf liegen habe. Da kann man 2 mal 8 Punkte. Kann ich 2 mal 8 Punkte liegen, scheinbar. Also ich gucke das mal kurz nach, aber... Meinst du wirklich? Mhm. Nee, allerdings darfst du keine Stadtwelt, in der du vorher schon mal geliefert hast, was du daran erkennst, dass einer der Marker bereits auf dem Stadtfeld liegt. Okay. Zwei Städte sind von der Regel ausgenommen, Kansas City und San Francisco. Beide darf man auch beliefern, wenn man mehrere Marker hat. Aha, okay. Deswegen, sonst kann man dieses San Francisco Aufträge nicht erfüllen. Also nur hier kannst du mehrere Marker hinlegen und hier. Deswegen hier auch dieses Marker. Ah ja, genau. Ja, okay, Punkte, dann passt ja alles. Hier kriegst du 9 Punkte. Dann passt ja alles. Mhm. Okay, wo waren wir gerade? Du hast... Ich bin unten am Ziel, am Startpunkt wieder und okay, kannst anfangen. Okay, du hast gemacht. Dann... Dann möchte ich erstmal diesen Auftrag hier ausspielen, den ich wahrscheinlich nie erfüllen werde. Also nur minus 3 Punkte. Dann darf ich nämlich 2 meine Hilfsaktion durchführen. Das heißt, ich führe... Was führe ich denn mal durch? Will ich vorfahren? Ich muss ja... Aber ich muss auf 18 kommen, dahin zu liefern. Nee, den spiele ich nicht aus. Das ist mir zu gefährlich. Ich gehe einfach nur hier hin, lege nochmal eine Gefahr aus. Hier so ein Indianer-Ding. Hier so ein. So ein Halodri. Dann hier nochmal so ein Indianerfeld, um mal richtig schön abzukassieren. Hier, also jetzt kommt, halte ich fest. Ich habe gerade mal 12, mhm, aber hiermit immer ein 15. Mhm. Das heißt, ich bekomme Foftein Geld. Und dann muss ich irgendwo hinliefern bis zur 15. Das heißt, ich kann da auch nur... Ach, hier kann ich schon wieder nur Weißen hinlegen, ne? Das ist ja dumm gemacht. Das ist ja voll blöd. Und da ist auch jeder Marker... Ich hätte es doch anders machen sollen. Aber ich komme ja nicht auf so viel. Egal, dann lege ich mal einfach hier so einen Weißen noch dahin und muss nichts dafür bezahlen, weil ich von weit genug gefahren. Dann lege ich meine ganzen Handkarten ab, also auch diesen Auftrag jetzt, und ziehe 5 Karten nach. 1, 2, 3, 4, 5. Ist auch unten, oder? Mhm. Jetzt endet das Spiel bald, oder? Mhm, wenn der Marker noch runterrutscht, dann ich gucke, ob der noch gemacht wird, so schön ist. So, dann soll ich jetzt... Der ist nochmal 2 Punkte wert, also wer ihn runtergeschoben hat, nimmt sich den und kriegt dafür 2 Punkte. Gebäude habe. Ich habe noch 2. Das muss ich vorher kaufen. Das ist 10. Was bedeutet das Symbol hier? Danach hat jeder andere nochmal, dass du dir einen Arbeiter kaufen kannst und der ist 2 billiger. Mhm. Genau, also wenn hier einer das runtergeschoben hat, ist, der darf der nächste Spieler noch einen Zug ausführen und dann ist es vorbei. Ich darf mir sofort in dem Moment nochmal einen Arbeiter kaufen? Ja. Ja, dann mache ich das. Also gehe ich hier runter, mhm, dann gebe ich erstmal das 2er ab, mhm, 2. Und dann kaufe ich mir für 5 den da unten. Mhm. Den hier. Mhm. Jetzt darf ich mir sofort nochmal einen kaufen, der 2 günstiger ist, mhm, richtig? Dann kaufe ich mir halt den da hier für 4. Mhm. Mhm. So, dann gebe ich den 1er ab. Mhm. Für immer. Mhm. Nee, nicht für immer. Nee, nicht für immer. Lege ich nur ab. Und ich darf hier 2 hochziehen. Mhm. Und jetzt darf ich mir nochmal einen kaufen. Für 8. Für 8? Für 8, den da ja. Achso, ja. Dann kann ich mir danach aber nicht mehr das leisten. Habe ich einen grünen auf der Hand? Ach, habe ich. Dann habe ich 2, wenn ich jetzt 8 zahle, habe ich 7 und 6 brauche ich für den. Richtig? Mhm. Ja, also geht. Also zahle ich 8 und kaufe mir den hier. Und dann bist du dran. Nicht schlecht, Herr Specht. Die Frage ist, was möchte ich jetzt noch machen?
Also ich gehe, glaube ich, auch mal... Oder bringe ich das jetzt schnell zu Ende? Oh, ich darf sogar 6 Handkarten haben, sehe ich gerade. Ich habe ja den Marker noch da weggenommen. Ah, sorry, was ich vergessen habe. Ich gebe jetzt einfach nochmal 10 Geld aus. Das hätte jeweils 5 Geld gekostet. Ja, ich habe es dort gezahlt. Ja, ich nicht. War mir nicht mehr bewusst. Das ist natürlich schlecht. Hätte ich vielleicht etwas anderes gemacht. Dann gehe ich mal einfach... Ja, habe ich nicht so viel Geld? Gehe ich 1, 2, 3 und bekomme 4 Geld. Jetzt muss ich es auch durchziehen. Ist irgendwo noch ein... Ja, da oben. Ja, klar, machen wir. Dann... Ja, zahle ich... Gehe ich hier hin. Zahle... Kriege ich das hier... Jetzt gebe ich ab. Kriege ich 2 Geld. Und dann kaufe ich den hier für 6. Und platziere ihn hier hin. Das war's. 3 von 6, okay. Dann gebe ich dir 2 Geld. Und dann gehe ich mal 1, 2, 3 hier hin. Das erfülle ich doch alles nicht mehr. Nee. Dann mache ich mir hier noch so ein Zertifikat. Und bewegt meine Lok nochmal 3 vor. Also 1, 2, 3. Gut. Dann gehe ich 1, 2 und gebe dir 2 Geld. Und bekomme 8. Dann... Ja, ich glaube, das macht Sinn. Ich weiß nicht, gehe hier hin, hol mit hin für 8. Ich gebe 2 ab und bekomme 10. Und dann gebe ich 2 Geld aus, um meine Lok 1, 2 vorzufahren. Dann gebe ich hier 8 Geld aus, 10 und kriege 2 zurück. Um dann nochmal so ein Marker, das kann man auch nur machen, so also ein schwarzer Marker. Wahrscheinlich muss man erst den hier nehmen. Also lege ich den da hin. Bekomme dafür 3 Geld. Und dann kann ich noch 12 Hilfsaktionen durchführen. Kann ich meine Locken irgendwo bewegen? Ja, da. Dann gebe ich nochmal 2 Geld aus, um diese komische Hilfsaktion durchzuführen. Und nochmal 1, 2 fortzufahren. Fertig? Dann 1, 2. Gehe ich wieder eins runter und gehe mit meiner Lok 1, 2, 3, 4, 5 vor. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist nicht so schlecht. Krass, was das machen kann. Bringt halt nicht sehr viel. Oh, kann noch ein paar Punkte geben. Gut, dann gehe ich 1, 2, 1, 2, 3 dahin. Gebe ich 2 Geld in die Bank. Ich kann die gleiche Karten abwerfen. Negativ. Ich könnte mir noch eine Gefahr kaufen. Brauche ich das? Ich habe hier 2 Gefahren. Ich habe mir irgendwelche Aufträge geholt, wo ich nicht mehr weiß, was die machen. Aber sonst brauche ich eh irgendwo für mehr Geld, ne? Ja. Ich kaufe mir mal so eine Gefahr. Fertig? Also, ich muss noch eine Frage. Ich nehme mal die hier. 1, 2, 3. Gib den hier ab. Bekommt 2 Geld. Und darf auf den Rindermarkt einkaufen gehen. Und kaufen für 6. Genau. So. Und dann bist du dran. Okay. Ja, ich hoffe, das passt. Ich gehe 1, 2 dahin, bin in Kansas. Endet sofort, oder? Nee, du hast noch einen Zug. Einen einzigen? Einen, ja. der liegt hier falsch. Dahin. Nee, gar nicht. Wir haben hier gut leer gekauft. Das heißt, man muss immer... Ich muss mal gucken, ob man die
Reihe legen muss, wo der Marker liegt, oder ob man wahrscheinlich muss man die Reihe legen, wo der Marker liegt. Hätte ich schon gedacht. Aber ich prüfe das mal sicherheitshalber. Weil sonst wäre es ja eine valide Taktik, das Spielende rauszuzwingen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei dem Alex. Lege es in den entsprechenden Bereich. Lege es auf das nächste Wesen. Das Blech muss immer in die Zeile gelegt werden, in der sich gerade der Arbeitsmarker befindet. Also hier hin. Und dann nehme ich den und lege den hier hin. Das heißt, ich nehme mir den hier. Habe jetzt das. Dann gehe ich hier hin. Dann habe ich insgesamt hier 10, 16, 19, 20, die ich habe. Also bekomme ich nochmal 20 Geld. Und dann kann ich liefern, und zwar nach San Francisco möchte ich gerne liefern. Da lege ich so einen schwarzen Marker hin. Irgendwie haben wir auch keine Marker mehr, ne? Ich habe genug. Ja, dann lege ich den da hin. Das kostet mich jetzt wieder gar nichts, weil ich da ja bin. Weit genug vor. Und dann war es das, ne? Das war ein Zertifikate, den habe ich hochgeschoben. Genau, jetzt ziehe ich jetzt noch 5 Karten, aber es ist eh zu Ende, deswegen brauche ich das gar nicht mehr. Aber ich darf jetzt noch einmal. Du darfst jetzt noch einmal machen. Ich gucke mal nach, ob so stimmt. Das ist natürlich bitter, weil ich komme nicht mehr rein hier, um meine Sachen zu verkaufen. Gehe ich hier hin, tausche ein. Gehe dann eins nach vorne. Dann, oh, da hättest du mir was geben müssen, hast du es gemacht? Nein. Hier. Danke. Nee, hab ich, nee, ich bin hier lang gegangen. Ah ja, okay, stimmt. Dann kann ich jetzt eine Gefahr kaufen für 5. Das sollte ich doch dann machen. Hier, 5. Und dann gehe ich 1, 2 vor. Vielleicht ist das Ende Sonne nicht ausgelöst. Ich glaube, das wird auch eine Chance dann zu kommen. Darf ich. Was ist das nochmal? Ein Arbeiter kaufen, der ist ein günstiger. Habe ich nicht. Ah doch, 1, 2, 3. Also wenn ein Spieler ein Arbeiterplättchen auf das letzte Feld des Arbeitsmarktes während er in Unterphase 2 oder 3 Kansas City ausführt, dadurch wandert der Marker hinaus. Falls dies in Unterphase 2 geschieht, führt der Spieler ja dann die Unterphase 3 ganz im Aus, darf aber kein... Nö, das klappt alles richtig. Gut, dann kriege ich 4 Geld. Und ich darf... Nächste vorbei, oder? Danach. Mhm. Und ich darf noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Felder fahren. Mhm. Zählt nicht mit, oder? 1, nicht mit. 2, 3, 4. Dann mach doch hier halt. Darf ich stehen bleiben? Mhm. Ich habe aber keine 7 Geld. Mhm, ist doof. Dann bringt ihr das gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, stehen. Okay. Und das war's, oder? Ich komme nicht mehr ans Ziel. Das, Ende. Das ist halt die Geschichte mit denen, ne, gehe ich halt viele Felder vor und bin schnell im Ziel oder mache ich viele kleine Aktionen, dann werde ich vielleicht überrundet oder komme in der letzten Runde nicht mehr ins Ziel. Wir hatten jetzt sogar Glück, dass wir immer in der gleichen Runde waren. Als wir das erste Mal gespielt haben, war der, den ich gespielt habe, 2 Runden vor mir. Mhm. Also da war ich, deswegen habe ich auch haushoch verloren, weil ich habe das halt einfach so erstmal, ne? Also ich fand die halt ganz extrem, ja. Mit 3 Feldern ja, einfach vorziehen, das kann man so viel aufholen. Mit 3, ja, also ein ganzer Zug ist das, den man hat. Du kannst halt die Aktion nicht nutzen, aber dafür kannst du halt irgendwo schnell hin, halt was ganz du schnell willst. Vor. Also das ist schon okay. Ganz cool. Dann, genau. Dann kommt jetzt die Schlusswertung für jeweils 5 Dollar. Also hast du hier, magst du schreiben? Ah ja. Da Stift. Mhm. Also okay. Für jeweils 5 Dollar bekommt man einen Siegpunkt. Ich habe 4. Ich habe auch 4. Also nee, 4 und 4. Ich habe 4. Also, ja, also ich kriege hier 4 Punkte und hier fehlt mir leider so ein halber, also so ein Fünftel quasi. Dann die Summe der Siegpunkte auf den Gebäudeplättchen, die auf dem Spielplan sind. Das sind bei mir 3. 3 Punkte, oder? 3 Punkte. Ich habe 1, 4, 8, 9, 10. Oder? Ist richtig? Ja, das ist richtig. 5, 10, ja. Oh, ich glaube, das wird eine enge Kiste. Was ist mit denen hier? Nee, wird's nicht. Das weiße Ding, die Summe der Siegpunkte, die in den Markern auf den Stadtwappen freigeschaltet sind. Negative werden abgezogen. Also hast du hier 8, oder? Genau, ich bekomme da einmal 8, da einmal 9. Das war's, oder? Mhm. Dann hast du 8 und 9, 17 Punkte. Mhm. Und ich habe minus 1, minus 4. Das ist richtig. Dann kommen die hier. Dann kommen die Bahnhöfe. Da habe ich 2, 4,
9, 12. Okay. Ich habe 2, wenn ich es richtig sehe. Okay, vielleicht wird es noch. Ja, wir gucken mal. Aber ich habe es auch schon mal gespielt, das ist ein krasser Vorteil beim Spiel. Dann die Gefahrenplättchen. Da bekomme ich 4. Da habe ich das hier. Du hast 4, ich habe 8. Dann die Karten für die Tiere, die man in seinem Deck hat. Ah ja. Das ist nicht so viel bei mir. Ach, schau mal, die gibt es in 5 Punkten, mit 4 mit 3 Punkten. 12, 15, 17, 19 habe ich da. Ja, 20. Dann die Auftragskarten, die noch im Herdendeck sind. Für jede muss man sich entscheiden, ob man sie aus dem persönlichen Auftragsbereich entfernen möchte, ohne die Aktion natürlich durchzuführen, aber sie hinlegen möchte, oder ob man sie entfernen möchte, wenn man sie nicht erfüllt hat. Und also guckst mal, was du jetzt noch hast und was du davon erfüllt hast. Der muss weg hier. Wenn du nicht erfüllt hast, dann ja. Hast du eine 5er-Karte? Nee. Ja, dann tust du einfach raus. Und den könnte ich geschafft haben, ja. Den nehme ich dann oder lege ihn hier dazu, oder was? Ja, du musst ja gucken, kannst du mit jeder Karte das nur einmal erfüllen, ne? Also wenn du hier 3er-Karten hast... Wie viele 3er-Karten hast? Darf ich ja nachgucken, oder? Ja, klar. Ich habe nur 3 3er-Karten. Dann solltest du den nicht spielen, oder... Ja, oder ich nehme mal die 2 Punkte in Kauf, dafür, dass ich hier 5 kriege. Das ist ja ein Startauftrag, ne? Ja. Ja, den musst du ja gar nicht spielen. Nee, das war mein Startauftrag. Achso, ja, dann machst du den einfach nicht. Den hast du ja offiziell nicht gespielt. Ah ja, stimmt. Der gibt keine Minuspunkte. Genau. Ja, dann machen wir es so. Ich weiß gar nicht, ob der vielleicht offen ist. 4, 3, 4. Also ich mach mal einen Grand hier San Francisco raus, dann habe ich nur einen Marker. Okay. Dann habe ich Aufträge, dann habe ich... Achso, dann muss ich 3, 3... 3-3-3 schaffe ich auch nicht. Ah. Nee, dann kriege ich den einfach als Minus. Schaffe ich nicht. Hast du den ausgespielt vorhin? Ja, ja, ich habe okay, da 2. Okay, ich habe da 2 genommen. Und den muss ich dann so machen. Und den kriege ich Minus. Also habe ich hier 5, 8... 6 Punkte. Und du? Also ich habe hier einen in San Francisco, das heißt, den habe ich erfüllt. Den hier erfülle ich nicht, mein Startauftrag. Da habe ich hier 2 Häuser auf dem Spielplan und 2 Gefahrenplättchen erfülle ich. Und ich habe eine 3, 4, 5, das heißt, ich erfülle alle außer den hier. Da gibt es keine Minuspunkte für, also gibt es 15 Punkte. Dann gibt es... Dann die Siegpunkte, die Bahnhofsvorsteherplättchen, also die hier. Da kriege ich jetzt natürlich auch nochmal ganz gut. Also ich habe insgesamt ja... hier kriege ich 6. Da kriege ich. Ich muss mal gucken, ob die individuell erfüllt werden müssen, wahrscheinlich auch. Die Bahnhofsvorsteherplättchen. Also ich denke mal einfach, dass man die auch. Also wahrscheinlich eins. Also ich habe hier auf jeden Fall ja 2 Tippis, dafür bekomme ich 6 Punkte. Für jeden Arbeiter, den ich habe, bekomme ich 1 Punkt. Das sind 2, 4, 6, also 12. Für das Zertifikat, das ich habe, bekomme ich 2 Punkte. Für je 2 Zertifikate, die ich habe, bekomme ich 3 Punkte. Also bekomme ich da nochmal 3, sind 15 Punkte. Und ich glaube, das war's. Also wenn das hier doppelt zählt, dann kriege ich vielleicht nochmal was. Weiß ich nicht. Machen wir lieber erstmal nicht. Also kriege ich 15 Punkte einfach nochmal dafür. Dann 4, also hier einfach, da kriege ich 4. Und du 8. Ach ja, okay. 4 und 8, okay. Und dann die Kreisfelder, die auf dem Spielplan sind. Das heißt, da kriege ich 3. Gibt es nur einen, oder? Ist ja auch nur einen hier. 3. Ja. Und den 2er da unten noch. 20. Und 2 kriege ich hier für den Aussagen. Habe ich gemacht, ja. Dann haben wir das. 20, 24, 36, 40, 60, 75... 90, 99. Okay, das sind dreimal so viele Punkte wie meine ersten Partie, das beruhigt mich. Okay, und ich habe hier 6, 16, 35, 41, 44, 52, 55. Das ist auch mehr, als ich in meiner ersten Partie hatte, weil ich einfach drauf losgespielt habe ohne Spielerklärung.
Also haben wir 99 zu 50 gesagt. Das ist aber nicht verwunderlich, dass bei dem Spiel hast du mit einmal spielen schon so einen krassen Vorteil. Allein, weil du dir die Strategie vielleicht von dem, der es schon mal gespielt hat, abguckst und die kopierst. Mhm. Und dann hast du schon mal einen Vorteil gegenüber wem, der es noch nicht gespielt hat. Ich würde mir jetzt noch eine andere Strategie ausdenken, mehr bauen oder so. Aber das war Great Western Trail. Mhm. Ich bin ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Ernüchtert? Mhm. Also, es ist halt so ein wirklich sehr klassisches Eurogame. Ich fand zum Beispiel bei dieser einen, da habe ich halt 9 Punkte gehabt und wurde so extrem bestraft, dass ich dann 3 Punkte Abzug bekommen habe, weil mir ein Punkt gefehlt hat. Mhm. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich konnte es gar nicht beeinflussen. Ja, meistens also, kann man schon beeinflussen. Bitte? Meistens kann man schon beeinflussen, indem man halt vor sein Zertifikat nochmal hochsetzt oder Karten durch. Ja, hätte ich halt im Vorfeld vielleicht irgendwie gucken müssen oder irgendwie so. Mehr auf den Rindermarkt gehen. Fürs erste Spiel waren dann schon viele Stellen, wo ich mir gedacht habe, okay, hier zum Beispiel, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe ja gar keine Chance, irgendwas zu machen. Ja, ich bin da halt sehr stark drauf gegangen. Mhm. Also du hast ja, glaube ich, auch diese Aktion jetzt zum Beispiel selten benutzt. Die, welche? Die hier? Nee, die da drüber. Die hier? Mhm. Nee, die habe ich nicht so oft benutzt. Ich habe die halt 3-4 Mal im Spiel benutzt und das war schon, bin halt immer fleißig vorgefahren. Mhm. Also, weil das hat immer andere Sachen, die du hatte mir einmal versucht, an dir vorbeizukommen und genau in dem Moment spielst du die Karte aus, dass du 3 Felder gehen kannst. Das ist und da war ich auch wieder, konnte ich nicht sehen, konnte ich nicht vorausahnen und also muss ich nochmal probieren, vielleicht mit einer anderen Taktik. Aber ich fand auch den Anfang schon so, dass man eigentlich nichts anderes machen konnte. Also, dass man das am Anfang baut, ist ja eigentlich fast fest vorgegeben. Es ist ja nicht so, dass ich eine Alternative habe zwischen 2-3 Häusern oder so. Ja, wenn du mit der anderen Seite spielst, hast du ja schon mal einen ganz anderen Effekt, was man machen kann. Und du hättest ja auch das andere Einserhaus irgendwie bauen können. Naja, aber das wird man kaum machen, weil am Anfang möchte man natürlich Geld bekommen, wenn der andere vorbeigeht. Also richtig, aber wie man jetzt ja gesehen hat, der Einpartie, ist, Geld ist auch am Anfang nicht so, also schon nett, wenn man da ein bisschen was hat, aber es kommt so schnell in Gang, dass man das nicht zwingend machen muss. Und wenn dann das halt nervt, nimmt man halt auf die Rückseite von dem Haus. Es war öfters, dass du solche Sachen gar nicht machen konntest, weil du die einfach zufällig gerade nicht auf der Hand hattest. Richtig. Also, und ich hatte sie zufällig auf der Hand. Also hat dir auch nichts geholfen. Nee, hat mir nichts geholfen. Also, aber da war mir auch gedacht, ja gut, habe ich ja Glück gehabt, dass ich das konnte, aber irgendwie, ich muss grundlegend falsch gespielt haben. Du hast das jetzt mal gespielt, ne? Spiel Plan ist einfach mal drauf los und mach. Und wenn du es neu spielen würdest, würdest du schon mit deutlich mehr Plan daran. Mhm. Also es wird vielleicht ein bisschen besser sein, aber ich habe jetzt auch nicht so währenddessen das Gefühl gehabt, boah, da hast du jetzt so große Fehler gemacht, sondern es war eher so, oh, jetzt sieht es so aus. Hm. Wie hätte ich das verhindern können? Und mir ist jetzt nicht klar, wie ich das hätte verhindern können. Okay. Ich hatte noch mal, also okay, wie gesagt, ich habe einfach drauf losgespielt, komplett ohne Regelerklärung, mir das beim Spielen erklären lassen, was ich wo wie mache, was die ganzen Symbole darauf zu bedeuten haben. Und dementsprechend habe ich natürlich am Ende 30 Punkte oder so, also nicht wirklich viel. Mhm. Und saß direkt danach, okay, ich will das auf jeden Fall nochmal spielen, dann will ich irgendwie mehr Gebäude bauen. Ich hatte fest vor, in der nächsten Partie brauche ich viel mehr Gebäude. Was habe ich gemacht? Ich habe keine Gebäude gebaut. Stimmt. Aber also, trotzdem immerhin also 100 Punkte dann gemacht mit, also. Ja, und vielleicht hätte ich mit Gebäuden mehr gemacht. Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe das Spiel am Anfang nicht verstanden gehabt, weil ich habe das Konzept mit dem, dass man sich solche Sachen bauen kann oder kaufen kann, überhaupt nicht überrissen. Mhm. Was hast du denn da nicht verstanden? Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum soll ich so ein Ding kaufen? Mhm. Weil für mich diese Aufträge nicht in den Verbindung standen. Okay. Also ich habe gedacht, ich muss diesen Auftrag ausspielen, wenn ich hier oben bin. Okay. Ich muss ihn auf der Hand halten und muss dann zeigen, und jetzt habe ich mit meiner Hand das erfüllt. Mhm. Und wie kann ich dann die Plättchen hier, die habe ich ja nicht auf der Hand oder sowas, muss ich ja abgeben und muss ich die haben. Und also das hatte ich nicht. Okay, also merken, wenn ihr das guckt, ne? Das und ist bei der Erklärung auf jeden Fall berücksichtigen. Ich habe auch mit der Hand dann eben nicht verstanden gehabt, weil ich dann dachte, was ist dann die Hand? Also wenn ich das kaufe, das Plättchen, ich baue es ja nicht nochmal irgendwo hin. Richtig. Aber für mich war die Hand, ich nehme das und dann nachher baue ich es halt irgendwo hin. Nee, es weil der andere ja vorbeikommt. Wenn du sagst, du willst hier durchgehen, bist du halt richtig viel Asche los. Dann sagen die Indianer, gib Geld. Und zwar 2, 4, 6, 8 Geld, das du zahlen musst. Sogar das hier, glaube ich, auch noch dazu. Also das ist vielleicht, wenn man mit mehr Spielern hat, ist man gezwungen, irgendwo dorthin zu bauen. Mhm. Und dann muss man da unten vorbei und dann geht man eher darauf, dass man da... Was war nochmal der Unterschied zwischen den beiden? Das ist beides bei uns 2, aber genau, in anderen Spielen... In anderen Spielerversionen hast du halt hier 2 und da 1. Mhm. Und bei mehr Spielern, dann ist es nochmal anders. Also bei Terraforming Mars wollte ich sofort nochmal spielen. Mhm. Und hier ist es eher so, ich sage, ja... Ich spiele schon nochmal, aber ich hatte halt mehrmals das Gefühl, dass ich gespielt wurde. Okay, du hast das Gefühl, dass ich fast gar nicht. Mhm. Also klar, ich meine klar, also kommt natürlich ein bisschen darauf an, was du wie wo nachziehst, aber dafür hast du ja auch genug Chancen, dein Deck zu manipulieren, nochmal einfach Karten nachzuziehen, Karten abzuwerfen und so. Und ansonsten wird man ja nicht, also das einzige Glückselement ist ja wirklich, welche Karten ziehst du nach. Und das Deck kannst du schon noch... Naja, es war auch da immer so, dass da der Fünfer hatte ich eigentlich nicht erreicht. Also das habe ich nicht geschafft, den Fünfer zu kriegen. Ja gut, hättest du noch einen Cowboy kaufen müssen. Ja, aber das ist auch ein Glückselement, weil du sagst, das ist das einzige Glückselement. Da ist auch mal ein Glückselement drin, ob da jetzt einer liegt oder nicht. Ja gut, aber wie gesagt, ich hatte ja 5 Cowboys, das hätte ich einfach 2 ausgeben können, nochmal irgendwie welche aufdecken können. Und hier sind ja tendenziell schon eher hohe drin. Es gibt nicht ganz so viele Fünfer, klar. Hier ist auch ein Auftrag drin, es sind sogar relativ wenig Fünfer.
Na gut, hier sind die einfach alle zusammen gemischt. Also gab es wahrscheinlich insgesamt 6, 7, 5er. Aber ja, du musst halt über die Zertifikate gehen, die auf diesen Bahnhöfen die Dinger holen. Schon mal hier zum Beispiel den Auftrag. Dann hätte ich zum Beispiel spielen können, hätte ich drei Felder gehen können. Das habe ich auch nicht gemacht. Mhm. Also ich habe bestimmt ein paar Fehler gemacht. Ja, eben. So. Also das ist ja, ich glaube, also wenn du es jetzt nochmal spielen würdest, dann sagst du, dass wir diesen Aufträgen hier, jetzt wirst du es halt, wie das geht und wie das hier mit diesen Bahnhof-Dingern läuft und so, dann würdest du da halt auch ganz anders rangehen, da halt auch eher bei den Aufträgen erstmal gucken, ne, ist die Aktion geil mit dem Zug 2 vorfahren, ist cool, will ich eh viel bauen und Tippis kriegt man halt gefühlt ja auch nebenbei, also ich weiß nicht, wo ich mich abgeholt habe, aber irgendwo habe ich die mal bekommen, da muss man halt schon so ein bisschen wirklich planen. Also nochmal diese Bestrafung fand ich sehr, extrem hart, dass ich so ihr sozusagen dann hier hinbauen musste, drei Minuspunkte bekommen habe, obwohl ich 9 Punkte geschafft hatte mit meiner Kartenhand. Hättest du es nochmal nicht geschafft, hättest du sogar hier ja, richtig, verloren. Genau. Das wäre, da muss aber, das hast du ja gesehen, bei mir ging das relativ flott, das habe ich in meiner ersten Partie auch, da hat der, den ich gespielt habe, einfach ständig auch hohe Karten gehabt, hat hier mal arsch viel Geld bekommen und ich hatte halt so doofe Kartenhände, wo ich nicht viel Geld bekomme und da auch Punkte verloren habe. Du hast es ja immer geschafft hier, also du hast ja nicht mit den eigenen Minuspunkten. Mir war das ja aber auch bewusst, dass ich da drauf achten muss und ich habe halt gleich schnell versucht, mein Deck so zu optimieren, dass ich da irgendwie immer Punkte bekomme. Ja, aber ich habe, glaube ich, auch den Fehler gemacht, weil als ich das hatte, ich bin mir nicht sicher, aber dass ich da einen Auftrag auf der Hand hatte. Mhm. Also ich bin da reingegangen, hatte, glaube ich, einen Auftrag auf der Hand. Einmal beim Liefern hattest du das. Ja, genau. Und weil ich dachte, ich muss auf der Hand haben, um dann da auszuspielen. Richtig, also darum guckst du halt auch immer bei den Aufträgen, dass du halt welche nimmst, die du auch wirklich erfüllen kannst irgendwie. Mhm. Damit du den halt, wenn du auf der Hand das ausspielen kannst, dafür hast du auf jeden Fall immer einen Vorteil, dass dich immer nach vorne bringt. Und das solltest du natürlich nicht hier machen, den Auftrag irgendwie ausspielen oder so. Weil ne, danach, obwohl eigentlich doch, vergiss, was ich gesagt habe. Aber ne, spielst du halt einen Auftrag aus, kriegst du auch irgendwie einen coolen Vorteil und dann hast du halt noch mehr Karten auf der Hand, noch mal ein bisschen Flow und also da kriegt man halt so ein Auge. Wie gesagt, ich habe es jetzt das 2,5. Mal gespielt und habe das Gefühl, ich habe jetzt schon ein Konzept gehabt, was ich gemacht habe. Und ja, es ging mir gut auf bei dir, ich meine mit 100 Punkten. Ja, ich weiß nicht, 100 Punkte wirklich gut oder vieles. Naja, aber schon mal, dass du so viele Punkte gemacht hast, ist schon. Ja, aber habe ich halt auch gemacht, weil du, sag ich mal, keinen Plan hattest. Mhm. Hättest du gewusst, was du tust, hätte ich auch keine 100 Punkte gehabt. Mhm. Weil dann hättest du hier wahrscheinlich mehr Konkurrenz gegeben, du hättest das hier häufiger geschafft. Keine Ahnung, da gibt es halt doch schon relativ viele Sachen, die man ausprobieren kann. Mhm. Aber das ist auch das, was ich bei Terraform Mars, ich habe ja direkt danach mit den Leuten, die ja sonst auch nicht so viel gespielt haben, Terra Mystica gespielt. Mhm. Und das fanden sie auch nett, aber kein Vergleich zu Terraform Mars. Das war halt so ganz anders. Okay. Weil das ist einfach so, du machst halt, hier machst du ja auch, das ist ja ein bisschen das, was sie auch bei Terra Mystica kritisiert haben, du machst im Prinzip immer das Gleiche. Das ganze Spiel immer, du hast zwar so ein bisschen Aktion hier, aber bei Terraform Mars, das wäre nur neue Karten, die du spielst, neue Dinge, die du kombinieren musst, das ist halt eine ganz andere Art von Spiel. Ja, das ist eine ganz andere Art von Spiel, schon klar. Und die finde ich persönlich auch motivierender, also ich mag das noch lieber, ich mag das ja auch gerne, weil da hast du halt also diesen festgebenden Rahmen, mit dem du es ein bisschen experimentieren kannst, wo du eben auch wirklich fürs nächste Mal einen Plan machen kannst. Bei Terraform Mars kannst du dir keinen Plan machen. Du spielst und guckst, was passiert. Ja, so hier kannst du versuchen, deine Strategie zu optimieren. Mhm. Und es gibt ja durchaus Leute, die sagen, das mögen sie viel lieber, dieses Chaos-Element bei Terraforming Mars. Während andere Leute, würde ich sagen, ich mag das mehr. Das ist weil halt Terraform Mars hängt so viel von der Starthand ab. Du ziehst so viele Karten und hier hast du schon die gleichen Voraussetzungen. Genau, also kannst du wirklich dein Glück von Anfang an planen. Wie gesagt, was du hier nachziehst, ist halt ein bisschen Glück drin, sonst wäre es halt wirklich Schach oder halt Terra Mystica. Mhm. Von daher finde ich das gar nicht so schlimm und mit ein bisschen Erfahrung kommt man da schon ganz gut rein. Mhm. Aber wie gesagt, es ist halt dann doch wieder, wenn du dir das Spielfeld anguckst, man weiß genau, dass der Spielplan ursprünglich mal keine Grafik hatte. Wer weiß, ob er das Western-Thema hatte, wahrscheinlich schon, aber halt sehr abstrakt ist. Ne? Ja. Also das ist so einfach die Orte, die aussehen, die Aktionen, die man da macht und dann halt so das Thema bumm draufgesetzt. Ich finde, das passt gut, das ist ganz gut umgesetzt. Ich fühle mich auch so ein bisschen wie so ein Viehtreiber im Wilden Westen hier mit meinen Kühen, die ich auf der Hand habe. Aber das ist dann ja schon sehr auf die Mechanik runtergebrochen. Ja, also ich finde das weniger schlimm als bei Mombasa. Also wie gesagt, Mombasa war auch ein gutes Spiel, aber ich fand, das war so kleinteilig. Da gab es hier was, da was, da was, da was. Und hier bewegst du dich drei Felder vor, machst du das drauf, ist fertig. Nee, die Züge sind schon konzentriert. Du brauchst so, weiß nicht, 30 Sekunden für einen Zug. Wenn du mal ein bisschen nachdenkst bei irgendwas, dann vielleicht eine Minute oder zwei. Aber die Downtime ist sehr gering, du bist zack, zack, zack drin. Ich meine, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie haben wir gespielt? Haben wir reden jetzt auch ein bisschen? Schon eine Zeit lang, Nur eine Stunde ungefähr. Stunde 15. Echt? Ach ja, kann man länger also vor. Eine Viertelstunde, ja, so ungefähr eine Stunde 15 Minuten haben wir gespielt. 75 Minuten. Mhm. Und das ist schon eine ganz gute Spieldauer. Und das ist, also ich habe es nicht mit mehr Leuten gespielt, aber als ich es gespielt habe, meinten auch mit 3 oder 4 Spielern, spielt sich das natürlich ein bisschen länger, bist vielleicht 2 Stunden dabei. Stimmt, aber dadurch, dass die Downtime so gering ist, bist du halt schnell wieder dran. Mhm. Aber wie gesagt, das ist halt so eine Art Spiel, die muss man mögen oder nicht. Mhm. Oder selbst wenn man sie mag, kann man sagen, okay, vielleicht ist sowas wie Terraform Mars doch cooler oder nicht. Also zum Beispiel, man hat halt immer so dieses Konzept, wenn ich was verkaufe, ist es weg.
Und hier ist es ja so, dass es nicht weg ist, sondern einfach Deckbau. In den Stapel zurück. Genau, aus dem Deckbau. Und das hat mich ein bisschen gestört. Wie würdest du es mit Festivalien vergleichen? Es ist ähnlich, weil da ist ja auch so, dass nicht alles im Prinzip also thematisch ist, also mit dem, dass man es... Aber Fest für Odin, da habe ich währenddessen... Okay, das ist vielleicht noch so ein Unterschied. Bei Fest für Odin habe ich währenddessen für mich gespielt und habe halt versucht, das Beste aus meiner Situation so zu machen und habe nicht so registriert, was du gemacht hast und habe eher das versucht. Und hier habe ich richtig die ganze Zeit gemerkt, boah, du kriegst überhaupt keine Punkte und du kommst irgendwie nicht voran und... Du bist so weit hinten dran. Und das habe ich bei Fest und nicht bemerkt. Ja, aber das ist ja mehr eine Rosenberg, sprich Multiplayer-Solitär. Spielst für dich, blockierst jetzt zwei Aktionen, aber eigentlich guckst du nur auf das, wenn ich eine Aktion wegnehme, machst du was anderes. Ja. Aber hier hast du ja wirklich, ich meine, gut, das war jetzt auch direkt vor der Nase, ja. Aber selbst wenn es da nicht gewesen wäre, jetzt ist es wahrscheinlich registriert und gesehen, oh, der macht da ganz viel und ich nicht so. Und ich meine, du hast es ja schon versucht, auch so mit den Ingenieuren, die du da gekauft hast, alle. Aber da war der Zug dann auch schon abgefahren. Ja, das war im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Na gut. Ja, also ich finde es immer noch gut. Wie gesagt, das ist jetzt, wie gesagt, Terraform Mars finde ich immer noch eine Stufe höher, aber ich finde, es ist so gut dahinter. Ja, ich glaube, da gibt es ganz viele, die das da voll drauf abfahren. Ja, also, ja. Gerade weil es eben nicht dieses Chaotische hat, dieses Random, wo man sagt, bei Terraform Mars sagen auch manche, ich werde gespielt vom Spiel. Ja. Ich meine, dafür, das kann nicht sein, weil es ist am Ende halt doch mal knapp. Wenn das so wäre, dann würde das, glaube ich, ganz anders aussehen. Aber hier ist es halt wirklich Strategie. Und dann, wie gesagt, dann kannst du auch die Variante spielen, dass irgendwer nimmt hier irgendwie seine Plättchen und wirft irgendwie in die Luft. Und dann spielen jetzt halt alle mit halt 10b, 9b, 5a, 6a. Okay. Und dann hast du dadurch auch immer wieder ein bisschen anders Spielverlauf. Varianten, ne? Schön, wobei man jetzt natürlich gesehen hat, da wir nicht so viel auf Gebäude bauen gegangen sind, sind ja die ganzen, ich weiß gar nicht, was die hohen Gebäude machen. Das 8er Gebäude, kriegst du 4 Geld, kannst du Dock 4 vorbewegen, kannst dich danach 4 Felder vorbewegen. Das ist schon mächtig. Oder hier, das wäre auch noch ganz geil für dich gewesen. Da kannst du halt den gleich aufs Maximum schieben. Ja, aber also ganz runter. Wie soll denn das gehen? Da brauchst du 9 Personen. Der muss halt irgendwas überbauen. Ach ja, stimmt, überbauen, das Konzept haben wir ja auch überhaupt nicht. Ach, das wäre auch noch mal gegangen. Und dich dann noch 5 vorbewegen. Das macht das Spiel natürlich am Ende ein bisschen schneller. Ach, zu Ende. Das Überbauen hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass es noch gegangen wäre. Oh, da hätte ich vielleicht auch was machen können. Ich glaube, da hast du zu wenig Arbeit dafür. Weil die Arbeiter brauchst du trotzdem, du musst nur... Nee, ich kann nicht 9. Achso, ja, stimmt. Ah, okay. Ja, dann brauchst du die Arbeiter nicht, dann brauchst du einfach nur die Differenz an Arbeitern. Weil ja, Arbeiter zum Beispiel das, ein 4er und dann einen 7er überbauen oder ja, so. Ja, das hätte schon auch nochmal ein paar mehr Punkte gemacht, 5 und halt die Aktion, ne? Was kannst du da machen? Ich kann 3 nach vorne gehen, wenn ich zurückgehe, dann darf ich dafür Marker irgendwo hinsetzen, auf irgendwelche, auf solche Felder. Achso, wow, nett. Okay. Wenn man das auf dem Schirm gehabt hätte, hätte man hier natürlich auch ganz anders arbeiten können. Da eher drauf hingehen können durchs Bauen. Und dann, ich meine, hier oben kannst du auch ganz gut, ich meine, wenn du das alles machst, kannst du hier ne, irgendwie 10, 24, 4, 33 und plus noch mehr, wenn du da mehr Marker hinlegst, Punkte machen und kannst dann versuchen, da drauf zu gehen. Und dann noch hier die Bahnhöfe abzukassieren. Ich meine, ganz bis hierhin kommst du, glaube ich, relativ crazy. Aber dann kannst du auch deinen Zug immer, also legst du dir den Marker hin, kassierst dafür 9 Punkte und kannst dann zurückgehen und bekommst dafür jetzt nochmal 3 Geld. Gefühlt nicht so wichtig, weil Geld war jetzt bei uns irgendwie nicht so was, wo es dran gescheitert ist, zumindest am Ende nicht. Am Anfang ist es schon relativ knapp. Ja. Gut. Das ist Great Western Trail. So, also auch zu euch nochmal. Ich hoffe, also wie gesagt, ich habe ja gerade schon das Terraforming Mars Video hochgeladen. Wer das Ganze geguckt hat, Respekt. Wenn ihr das jetzt auch ganz geguckt habt, okay. Dann so, mache ich sowas vielleicht wirklich mal häufiger, wenn das auf die Zielgruppe stößt. Und wie gesagt, mit den Kameraeinstellungen jetzt nicht so viel gesehen. Ihr habt wahrscheinlich mehr zugeguckt und zugehört. Wobei, ich weiß nicht, ob ich mir sowas angucken würde. Wenn ihr es angeguckt habt, dann sagt mir gerne Bescheid. Vielleicht war es ja wirklich für euch interessant, mal so eine Partie live gespielt zu sehen. Natürlich wäre es wirklich spannender gewesen, wenn ich eine Kamera auf dem Spielplan gehabt hätte, eine Kamera auf mein Board, eine Kamera auf Stefans Board und dann jeweils auf unseren beiden Hand. Das wäre aber auch super viel Arbeit zu schneiden gewesen. Und ja, so weit sind Brettspiele, glaube ich, noch nicht. Aber das kann ja durchaus noch kommen. Und wie gesagt, aber wenn ihr das jetzt trotzdem geguckt habt und euch das gut gefallen hat und ihr das mochtet, lasst uns gerne einen Kommentar da. Bestimmt haben wir irgendwo mal Fehler gemacht, bestimmt, irgendwas übersehen, auch, ja. Irgendwo mal geschummelt und uns irgendwo mal ein Geld zu viel genommen oder so. Wie gesagt, auch da gerne einen Kommentar da lassen. Ich sage halt immer, sowas passiert, deswegen ist es für mich jetzt nicht so super schlimm, aber es ist natürlich gut zu wissen, wenn irgendwo ein elementarer Fehler ist, dass man das einfach weiß, auch für zukünftige Partien, damit ich es dann eben auch neuen Leuten richtig erkläre. Und ja, also wie gesagt, ich hatte durchaus Spaß, aber ich habe halt auch gewonnen. Aber wie gesagt, das ist bei dem Spiel
ein-, zweimal gespielt, ihr seid so krass im Vorteil gegenüber jemand ganz Neuen, dass der einfach natürlich keine Sonne sieht. Deswegen sollte man das erste Spiel als Kennenlernpartie nutzen. Das kann natürlich dann frustrierend sein, wenn es nicht so läuft. Weil gesagt, wir haben ja auch gerade den Vergleich gehabt, Terraforming Mars, da macht ihr einfach die ganze Zeit coolen Kram. Das ist genau wie hier bei Star Wars Rebellion, der ganz andere Art von Spiel. Aber wenn der das Imperium spielt und verliert die erste Partie, ist es egal. Ihr habt einen Todesstern gebaut, ihr habt irgendwas in die Luft gejagt, ihr habt einen Supersternzerstörer gebaut, ihr habt einen Wookie gefangen genommen, ihr macht halt die ganze Zeit nur coolen Kram. Und wenn man hier jetzt ein bisschen im Hintertreffen ist, also wenn man gerade bei Twitter einen Kommentar gelesen, wo auch Leute meinten, fesselndes Spiel, toll, aber verzeiht keine Fehler. Ich weiß nicht, ob es so gar keine Fehler verzeiht, aber wie gesagt, wenn man so ein bisschen planloser ist als der andere und der viel Erfahrung hat, wird er wahrscheinlich auch gewinnen. Und ja, wir werden jetzt noch irgendwas Nettes Kleines spielen und ja, wer vielleicht ja auch schon das Gezockt dazu gesehen haben, richtig viele Spiele dieses Wochenende gespielt, richtig viele Neuheiten ausprobiert, das hat schon echt viel Spaß gemacht. Das ist jetzt so quasi der große krönende Abschluss. Jetzt kommen noch ein paar kleine Sachen und ja, also wir sehen uns dann einmal in anderen Videos. Wir sagen bis bald und tschüss.